Productions liest Paul Heise. Heute das Freifräulein, eine Geschichte aus dem Jahre 1889. Wie es zuging, dass diese Geschichte, die drei Jahrzehnte lang in einem Winkel meines Gedächtnisses geruht hat, auf einmal wieder mit allen Einzelzügen so lebendig vor mich hintrat, dass ich der Versuchung, sie aufzuschreiben, nicht widerstehen kann, wüsste ich nicht zu sagen. Von allen, die darin mitspielen, habe ich nur einen einzigen gekannt. Auch dieser hat mich in Person nicht an sich erinnern können. Er schläft schon lange den letzten Schlaf und sein Name ist in der Welt verschollen. Das kleine Kunstwerk aber, das ich von ihm besitze, er war ein Landschaftsmaler, habe ich unzählige Male betrachtet, ohne dass ich den Drang gespürt hätte, der Welt zu erzählen, was ich von seinem Urheber weiß. Wem freilich jemals nahegetreten war, hat ihn schwerlich je wieder vergessen. Er war ein stattlicher Mensch, der den Frauen auf den ersten Blick gefiel und den Männern, ehe er noch ein Wort gesprochen, den Eindruck eines Charakterkopfes machte, der sein eigenes Leben lebte, auf eigene Rechnung und Gefahr. Als ein echter Sohn seiner schleswig-holsteinischen Heimat, hoch und schlank aufgeschossen, trug er das Haupt mit dem dichten blonden Haar aufrecht auf den breiten Schultern, und der ins Rötliche spielende Bart umgab ein feines Gesicht von zarter Farbe wie die Haut eines jungen Mädchens, und unter den dichten Brauen blickten ernsthafte Augen hervor, von so tiefer Bläue, dass man sie zuerst für schwarz zu halten geneigt war. Dazu die zierlichsten Hände und Füße und eine sanfte, leicht umschleierte Stimme. Gleichwohl hatte ihn niemand, der nur zwei Worte mit ihm getauscht, im Verdacht der geringsten weiblichen Schwäche. Ja, die meisten klagten über einen herben und scharfen Grundzug seines Wesens, und empfindsame Damen erklärten, er sei kalt wie Nordlandseis. Ihn selbst kümmerte es am wenigsten, was man von ihm dachte und sprach. Obwohl er mit Leidenschaft an seinem Künstlerberufe hing und mit reiner Überzeugung auf seinem Wege fortging, kam er doch nicht zu einer vollen inneren Ruhe. Eine stille, zornige Schwermut lag im Grunde seiner Seele, da er das Schicksal der Herzogtümer beständig vor Augen hatte und die Politik der Großmächte für ebenso unwürdig wie verderblich hielt. Das gab ihm eine schroffe Haltung seinen süddeutschen Kunstgenossen gegenüber, die seine Gesinnung nicht begriffen und der Politik fern zu bleiben pflegten. Und nachdem er einige unliebsame Szenen verursacht hatte, da er nach eigensinnigem Schweigen mit bitterer, wilder Empörung ausgebrochen war, hatte er sich ganz zurückgezogen und lebte mit seiner klugen kleinen Frau, die ihn völlig verstand, und zwei schönen Kindern in einer der entlegeneren Straßen Münchens, nur seiner Kunst und zwei oder drei alten Freunden, denen im Laufe der Zeit auch ich mich gesellen durfte, nachdem zuerst unsere Frauen Gelegenheit gehabt hatten, sich einander zu nähern. Wie wir Männer zueinander standen, war mir lange fraglich geblieben. Er wußte, daß ich mit seiner Kunstanschauung, die in der Natur einzig und allein die strenge Form und den Adel der Silhouette suchte und den Reiz der Stimmung verschmähte, nicht völlig einverstanden war, wie auch ich es als eine Ausnahme empfand, wenn er einmal eine meiner Arbeiten seines Lobes würdigte. Mit Äußerungen zarterer Gefühle war er überhaupt sparsam, obwohl niemand ihn der Kälte zeugen konnte, der Zeuge war, wie seine Augen von einem stillen Feuer brannten, wenn er mit Weib und Kindern zu Tische saß, oder abends an die kleinen Betten trat, dem Knaben zur Gute Nacht die Hand zu schütteln, wie einem alten Freunde, und dem goldblonden kleinen Mädchen, seinem Ebenbild, sacht über das Haar zu streichen. Dass er die Kinder geküsst hätte, entsinne ich mich nicht je gesehen zu haben. Indem ich nun so Jahr und Tag neben ihm hinlebte, da wir uns an einem bestimmten Abend der Woche mit unseren Frauen bei der nordischen Teemaschine zusammenfanden, hatte ich mich der alterprobten Lebensweisheit getröstet, auch von diesem seltsamen Menschen nicht mehr zu verlangen, als er aus freien Stücken geben wollte, und an die Möglichkeit nicht gedacht, dass unser Verkehr eine wärmere Tonart annehmen könne. Umso freudiger war ich überrascht, als am Weihnachtsabend im zweiten Jahr unserer Bekanntschaft mir das liebenswürdigste Christgeschenk von ihm überbracht wurde, das ich mir nur hätte wünschen können. Ein Skizzchen von jener alten, wunderlichen Kirche, die auf dem schroffen Vorgebirge von Porto Venere an den schmalen Turm mit der weißen, schwarz gestreiften Marmorkleidung hoch über dem blauen Meer in die Lüfte hebt. Ganz von unten gesehen, badende Knaben um die Klippen, an denen der weiße Gischt hoch aufsprüht,
während graue Seevögel hin und wieder schreifen. Ich hatte die kleine Leinwand im Atelier unter anderen seiner Studien nach südlichen Gegenden an der Wand hängen sehen und war oft genug davor stehen geblieben, dass sich mir reizende Jugenderinnerungen an diese Stätte knüpften. Wir hatten kein Wort darüber gesprochen. Nun schickte er mir diesen, meinen Liebling, in einem schlichten dunklen Rähmchen, wie sie's für die Studie schickte, mit einer Karte, auf der nur der beste Festgruß »Vergnügte Feiertage« geschrieben stand. Auch als Kind entsinne ich mich nicht, durch irgendeine Christbescherung mehr erfreut worden zu sein, und schämte mich freilich ein wenig, nicht auch irgendeinen glücklichen Einfall, ihn zu erfreuen, gehabt, ja überhaupt nicht einmal daran gedacht zu haben. Natürlich war mein erster Gang am Morgen des ersten Weihnachtstages zu dem Freunde, der mir die Feiertage so froh gemacht hatte, denn ich wußte, daß er auf seine Studien mehr als auf seine ausgeführten Bilder Wert legte und sie nur ausnahmsweise an solche verschenkte, denen er sich traulich nahe fühlte. Als ich nach zweimaligem Klopfen, ohne das Herein abzuwarten, das Atelier betrat, nach welchem die Magd mich gewiesen hatte, sah ich auf den ersten Blick, daß ich ungelegen kam. Mein Freund stand am Fenster, die Stirn gegen die Scheibe gedrückt, die Hände auf den Sims gestemmt. Das Geräusch auf der Gasse drunten hatte ihn mein Klopfen überhören lassen. Auf dem niedrigen Sofa, in die Kissen zurückgelehnt, lag seine Frau, ihr Tuch vor die Augen gedrückt. Als die Türe ging, fuhren beide in die Höhe und kehrten mir zwei Gesichter zu, die von einer noch frischen Aufregung verstört und gerötet waren. Ich stammelte eine unbeholfene Entschuldigung, ich sähe, dass ich sie gestört hätte, sie möchten mich ohne Umstände wieder wegschicken. Ludwig aber, ich muß nun doch wenigstens seinen Vornamen nennen, bezwang sich rasch, ging mit ausgestreckten Händen auf mich zu und sagte, »Das ist schön, dass Sie sich sehen lassen. Sie treffen uns nicht gerade in froher Feststimmung. Wir haben soeben eine Nachricht erhalten, die uns sehr erschüttert hat. Aber bleiben Sie ja, gerade in solchen Stunden ist die Nähe eines Freundes doppelt wohltuend.« Auch die Frau war aufgestanden und hatte mir mit leichten Zunicken eine Hand geboten. Als ich dieselbe aber ergriff und herzlich drückte, gingen ihr von neuem die Augen über. Sie wandte sich ab und sagte kaum hörbar, »Verzeihen Sie, ich muß mich erst wieder sammeln. Ludwig wird Ihnen erklären.« Damit ging sie hinaus durch eine andere Tür, die in das Esszimmer führte. Ich konnte nur einen Augenblick den Weihnachtsbaum sehen, der auf dem Tisch in der Mitte stand, und die lieblichen Kindergesichter, die sichtbar betroffen von ihrem Spiel aufblickten und nicht wußten, was sie von den weinenden Augen der Mutter denken sollten. Ich beeilte mich, um die verlegene Stille zwischen uns zu unterbrechen, dem Freunde den Grund meines frühen Besuches zu erklären. Er schüttelte abwehrend den Kopf. Es sei nicht der Rede wert. Ich mache viel zu viel Aufhebens von der Bagatelle. »Nein«, sagte ich, »es dürfe den Wert nicht herabsetzen. Ich müsste sonst denken, es sei ihm beim Geben nicht so ums Herz gewesen wie mir beim Empfangen, es als ein Zeichen zu betrachten, dass das letzte Jahr uns einander herzlich nahegebracht.« Da sah er mich mit seinen ehrlichen dunklen Augen ernsthaft an. »Wenn Sie es so meinen, nun ja. Ich hatte mir überlegt in diesen letzten Tagen, dass es doch eine gute Sache sei, um die Freundschaft zwischen zwei Menschen, die so verschieden geartet sind wie wir. Ich habe oft gefunden, man muss sich nicht allzu ähnlich sehen, um sich auf die Dauer miteinander wohlzufühlen. Die erste Illusion eines vollkommenen Einverständnisses ist ja ein himmlisches Gefühl. Aber sobald dann kleine Störungen des Einklangs kommen, tun sie uns so empfindlicher weh. Wir dagegen haben uns, und er lächelte zum ersten Mal mitten durch seinen Trübsinn, im Zank befreundet, in einem heftigen ästhetischen Disput, wissen Sie noch? Sie machten mir meine Poussin schlecht, und ich wollte ihren Menzel nicht so ohne Vorbehalt gelten lassen. Und dabei empfand doch jeder, dass er es mit einem ehrlichen Kerl zu tun hatte, der keine vergifteten Pfeile abschoss. Und dann waren wir umso froher, über so manches andere einverstanden zu sein, und mir insbesondere gewährt es immer eine besondere Genugtuung, Ihnen einmal etwas zu Dank gemacht zu haben. Das allerdings sollte Ihnen der kleine Leinwandfetzen sagen. Ich sehe mit Vergnügen, dass er seine Schuldigkeit getan hat. Er wandte sich wieder dem Fenster zu und schien von neuem in die Gedanken zu versinken, aus denen mein Eintritt ihn herausgerissen hatte. Ich trat vor die Staffelei, auf der ein großes Bild, ein Waldinneres mit einem Tempelchen, das sich in einem Weiher spiegelte, nur erst in flüchtiger Untermalung zu sehen war.
aber gerade seine Art zu entwerfen zog mich an, während seine letzte Hand oft eine gewisse Härte und allzu peinliche Deutlichkeit in die groß empfundenen Formen brachte. Und doch nachdem ich mit ein paar Naturlauten meiner Freude an dem Werk Ausdruck gegeben und gemerkt hatte, dass in diesem Augenblick selbst seine Arbeit ihm sehr gleichgültig war, griff ich nach meinem Hut und näherte mich ihm, um Abschied zu nehmen. »Voglio levarvi l'incomodo«, sagte ich. Er kehrte sich aber rasch nach mir um und fasste mich im Arm. »Nein«, sagte er, »bleiben Sie. Warum wollen Sie gehen, mit dem stillen Verdacht, ich hätte mir diesen ersten Feiertag ausgesucht, um mich mit einer lieben Frau zu zanken? Gestehen Sie nur, das haben Sie gedacht. Warum auch nicht? In den glücklichsten Ehen gibt es unglückliche Stunden, wo man wie durch einen plötzlichen Erdstoß, durch irgendein Missverständnis oder ein törichtes Wort aus seinem Frieden aufgeschreckt wird und glaubt, ein Abgrund tue sich zwischen zwei Menschen auf, die sich für unzertrennlich gehalten. Aber nichts dergleichen hat die Tränen verschuldet, die Sie in Helenens Augen gesehen haben. Im Gegenteil, das Einzige, was etwa noch zwischen uns stand, auch nur wie eine Feder leicht oder wie ein kleiner Wolkenschatten am Sommerhimmel, heute ist es geschwunden. Es ist eine alte, wunderliche Geschichte. Wollen Sie sie hören? Kommen Sie!« Und er nahm mir den Hut ab und führte mich zu dem Sofa in der Ecke, wo seine Frau soeben gesessen hatte. Ich tauge in dieser Stunde ohnehin nicht zu einem ordentlichen Gespräch über andere Dinge, und es ist mir eine Erleichterung, mir das alles zurückzurufen, einem Freunde, der mich noch nicht genug kennt, dieses Jugendabenteuer zu beichten und zu sehen, was er für ein Gesicht dazu macht. Ich selbst habe es mir bis heute nicht recht vergeben können, dass ich keine glänzendere Rolle darin gespielt habe. Und doch, am Ende ist es so am besten gewesen. Helene wenigstens war immer der Meinung. Und was wir heute erfahren haben, hat ihren feinen weiblichen Urteil recht gegeben. Aber zünden Sie sich eine Zigarre an. Ich fürchte, meine Beichte zieht sich etwas in die Länge. Meine Frau wollte mit den Kindern indessen zu den Großeltern gehen, wohin ich erst zum Mittag nachkomme. Wenn Sie nichts Besseres zu tun haben? Ich drückte ihm die Hand und versicherte ihm, dass ich vollkommen frei sei. Er ging dann noch eine Weile stumm und mit gesenktem Haupt in dem großen Gemach auf und ab, bückte sich zu dem eisernen Ofen hin, um frische Kohlen aufzuschütten, und sagte endlich, »Ich will versuchen, beim Anfang anzufangen, der ein bisschen weit zurückliegt, obwohl gute Erzähler in medias res gehen. Nun, ich mache keine Ansprüche darauf, Ihnen ins Handwerk zu pfuschen.« Also ich war, als dies Abenteuer sich ereignete, ein hoffnungsvoller Akademieschüler von 18 Jahren, dem jeder, der ihm auf der Straße begegnete, ein paar Jahre mehr gab. Nicht sowohl wegen eines verfrühten Bartwuchses, als wegen der finsteren Miene, mit der ich in die Welt blickte, einer gewissen, stolzen und unzufriedenen Manier, mit der ich die Lippe rümpfte und den dicken gelben Haarbusch von der Stirne zurückwarf. Zur Unzufriedenheit hatte ich wohl einigen Grund, zum Stolz keinen. Ich lebte in engen Verhältnissen, da meine Mutter nach dem Tode des Vaters mit der Pension einer Gymnasialprofessorswitwe zwei Söhne und sich selbst durchzubringen hatte. Der Jüngere machte ihr die geringste Sorge. Er war schon im 15. Jahr, da er die häusliche Not erkannte, als Setzerlehrling in eine große Buchdruckerei eingetreten und brauchte nur wenig Zuschuss von der Mutter, bei der er wohnen blieb. Der Ältere aber, der Stolz der Familie, meine Wenigkeit, schien sich selbst zu hohen Dingen berufen und knirschte in den Zügel, den seine Armut ihm täglich fühlbar machte. Wie es sich gefügt hatte, dass mein Vater aus seiner holsteinischen Heimat nach Berlin verzogen und dort an einem Gymnasium angestellt worden war, wusste ich in der Tat nicht zu sagen. Wir beiden Brüder waren noch in den unteren Klassen, als er starb, und seitdem wiederholte ich mir täglich, was meine gute Mutter mir am Tage des Begräbnisses gesagt hatte, dass ich ihr Stab und ihre Stütze sein müsse, nach dem jüngeren Bruder stets mit gutem Beispiel vorangehen. Ich war ein etwas windiger Patron gewesen, nicht der fleißigste Schüler und zu dummen Streichen nur allzu leicht zu verführen. Aber ich hing mit aller Leidenschaft meines 13-jährigen Herzens an dieser liebevollen, sanften Frau und wurde von dem Tag an in meinem Innersten verwandelt. Schon damals spukte mir der Künstler im Kopf, und mein Vater, der mich für ein kleines Genie hielt, hatte mich in meinen malerischen Liebhabereien selbst auf Kosten meiner Fortschritte in den Schulfächern gewähren lassen, mir aber immer vorgehalten, ich müsse auf jeden Fall das Gymnasium durchmachen, da nichts kläglicher sei als ein Mensch, der nur die Hand und nicht den Kopf geschult habe. Auch Raphael hätte die Schule von Athen nicht malen können, wenn er von klein auf nichts getan hätte als Akte zeichnen und Farben verquisten.
Hieran hielt auch meine Mutter unverbrüchlich fest, und ich betrachtete es als meine heilige Pflicht, jetzt, da der väterliche Pädagog mich nicht mehr überwachen konnte, mich selbst im Zaume zu halten. Ich brachte es auch wirklich dahin, in kurzer Zeit alles Versäumte nachzuholen und mich zu einem Musterschüler aufzuschwingen. Meine Zeichenhefte ließ ich im tiefsten Winkel meines Kastens liegen. Ja, aus einer Art von verbissenem Trotz gegen das Schicksal benützte ich nicht einmal die Ferien zum Kritzeln und Tuschen, sondern ließ lieber die Hände im Schoß ruhen, während die Augen sich an irgendetwas Hübsches festsaugten, das die Hände früher mit heißer Begierde nachzuzeichnen versucht haben würden. Im Inneren war mir nicht eben wohl dabei, trotz der guten Zensuren, die mir meine liebe Mutter mit zärtlicher Umarmung dankte. Aber ich hatte wenigstens den einen heimlichen Trost, dass ich mir als ein tragischer Charakter, ein früh zum Mann gereifter Juvenil vorkam und auf die Kindereien meiner Kameraden mit überlegenem Lächeln herabsah. Überdies machte ich schon seit der Obertatia Verse. Irgendein Notventil musste ich dem zurückgedrängten Künstlertriebe doch öffnen, und die schwermütigen Sarkasmen im heinischen Stil, die ich in reichlich Hefte eintrug, erhöhten mein Selbstgefühl nicht wenig. Freilich war ich zu entschuldigen, dass ich mit mir selbst auf so intimem Fuße lebte und mich für einen ganz famosen Gesellen hielt, da ich sonst keinen Freund hatte. Mein Bruder besuchte eine Realschule und hatte Verkehr mit seinen eigenen Schulkameraden, die kein Herz zu mir fassen konnten. In meiner eigenen Klasse, deren Primus ich bald geworden war, wurde ich mehr beneidet als geliebt, was mir weder lieb noch leid war. Und so stieg ich die Leiter bis zur Prima sehr einsam hinauf, immer allen voran, ohne rechte Freude an irgendetwas außer den Griechen, deren edle Form und Seelenhoheit mich von früh an bezauberten. Im Übrigen fest entschlossen, sobald ich dem Stall entronnen, auch dem Homer und Sophokles den Rücken zu kehren und mich auf der grünen Weide der Kunst ohne Halfter herumzutummeln. In der Oberprima jedoch machte ich die Bekanntschaft eines Kameraden, der sich so lebhaft an mich anschloss, dass ich wider Willen aus meiner gewohnten Zurückhaltung herausgelockt wurde. Es war ein gewisser Jost, Sohn eines Freiherrn von T., der aus einem der kleinen mitteldeutschen Fürstentümer vor kurzem nach Berlin übergesiedelt war, um an die Erziehung seiner beiden Kinder, dieses Sohnes und einer jüngeren Tochter, bequemer und gründlicher die letzte Hand anlegen zu können. Er hatte es aber, da er ein eifriger Landwirt war und den Staub der großen Stadt verabscheute, nicht lange in seinem städtischen Quartier ausgehalten, sondern ein Landhaus in Schöneberg mit einem großen Garten gemietet, von wo aus Sohn und Tochter jeden Morgen zu ihren Studien in die Stadt fuhren. Der Sohn ins Gymnasium, bei dessen Rektor er auch den Mittagstisch hatte, die Tochter, die 4 Jahre jünger war, zu einer Pensionsvorsteherin, die sie an den Stunden der höheren Töchter teilnehmen ließ, und sie behütete, bis der Wagen am Nachmittag die Geschwister wieder abholte. Der Junker, wie seine Mitschüler meinen Freund Jost alsbald nannten, war schon 19 Jahre alt, 2 Jahre älter als ich, ein höchst gutartiger, aber nicht sehr begabter Junge, der sich mit Vorliebe auf den untersten Bänken aufhielt, doch außer mit dem großen Zumt und Buttmann mit aller Welt auf gutem Fuße stand, sogar mit seinen Lehrern, die seinen biederen Charakter schätzten, und es mit seinen Leistungen nicht zu genau nahmen, da sie wussten, dass der alte Freiherr ihn gleich nach dem Examen ins Militär eintreten lassen und späterhin ihm seine Güter übergeben wollte. Schon jetzt durfte er an Sonn- und Feiertagen seine Reitübungen fortsetzen, was ihm in unseren Augen eine gewisse Würde und Bedeutung verlieh, die alle noch so argen Böcke in seinen lateinischen Exerzitien aufwog. Auch flüsterte man sich in die Ohren, dass er schon eine kleine, ganz regelrechte Liebschaft mit einer hübschen Handschuhnäherin unterhielt, über die er selbst sich nie das leiseste Wort entschlüpfen ließ. Gleich in der ersten Freiviertelstunde, die wir unten im Hof zu verschlendern pflegten, hatte mein Junker sich mir genähert und sich gleichsam verpflichtet gefühlt, mir aus dem Primus sich vorzustellen. Auf den ersten Blick hatten wir nichts miteinander gemein, als dass wir beide die größten und stärksten unserer Klasse waren. Bald aber erkannte ich, nachdem ich ihn zuerst wegen eines gräulichen Krumm mit dem Indikativ sehr gering taxiert hatte, dass er in Bezug auf andere Dinge unseren knabenhaften Kameraden weit überlegen war. Und obwohl ich von allen den noblen Passionen, die er sich erlauben durfte, durch meine Armut ferngehalten wurde, bewunderte ich doch heimlich die Sicherheit seines Auftretens und dass er mit seinen 19 Jahren sich schon als einen ganzen Mann fühlte, wie ich mit meinen 17 freilich auch mir herausnahm.
Vor mir voraus hatte er nur den Anflug eines dunkelbraunen Bärtchens, das seine Oberlippe zierte. Schon am Abend dieses ersten Schultages mußte er zu Hause von mir gesprochen haben. Denn am anderen Morgen, als wir uns wieder begrüßten, sagte er mir, es würde seine Eltern freuen, wenn ich sie einmal besuchen wollte. Vielleicht am nächsten Sonntag. Es sei sehr hübsch draußen in ihrem Garten. Er habe auch einen Zimmerstutzen, mit dem wir nach der Scheibe schießen könnten. Um 2 Uhr sei ihre Essstunde. Ich sollte aber nur recht früh kommen und recht lange bleiben. Ich entsinne mich noch heute, dass mir diese Einladung einen Schrecken verursachte. Zunächst, weil ich sofort bedachte, dass es meiner Mutter nicht lieb sein würde, die sich den Sonntagnachmittag immer zu einem besonderen Fest machte. Sie hatte dann ihre beiden Söhne behaglich an ihrem bescheidenen Tisch, auf dem sonntags auch ein Braten nicht fehlte, und nachmittags gingen wir zusammen spazieren, hörten irgendwo ein billiges Gartenkonzert oder tranken sonst wo an einem Vergnügungsort unseren Kaffee. Nun, sie konnte wohl einmal eine Ausnahme machen. Aber schlimmer stand es um einen anderen Punkt. Es war im Frühjahr, mein Winteranzug sehr abgetragen und nachgerade ausgewachsen, für die Sommergarderobe noch nicht gesorgt. Wie sollte ich mich in einem freiherrlichen Hause anständig präsentieren, da schon die Schultoilette des Junkers so viel eleganter war als meine Sonntagskleidung in ihrer besten Zeit? Ich nahm daher die Einladung nicht sofort an, sondern erwiderte, ich müsse erst die Mutter befragen, die, wie ich glaubte, gerade für den nächsten Sonntag selbst Gäste geladen habe. Eine Notlüge, über die ich tief errötete, dass ich nie ein Tischgast in unserem dürftigen 4 Pfählen blicken ließ. Nur dann und wann bot die Mutter ein paar guten Freundinnen eine Tasse Tee an. Als ich aber am Abend dies unerwartete Ereignis zu Hause erzählte, sehr beiläufig, mit dem Zusatz, ich mache mir gar nichts daraus und sei entschlossen, mit diesem Aristokraten keinerlei Verkehr anzuknüpfen, wurde mir von meiner Mutter aufs Eifrigste widersprochen. Ich dürfe keinesfalls die Einladung ablehnen. Man könne nie wissen, was eine solche Verbindung mit den höheren Kreisen für wichtige Folgen haben möchte. Zunächst schon für meine gesellschaftliche Bildung, und was meine Kleidung betreffe, für die solle gesorgt werden. Es sei ohnehin Zeit, dass ich mich etwas feiner machte. Mit 17 Jahren sei man kein Knabe mehr. Und was das liebe, törichte Mutterherz ihr sonst noch alles auf die Lippen gab. Um es kurz zu machen, am nächsten Sonntag gegen Mittag wanderte ich wirklich in einem funkelnagelneuen Anzug, der freilich verriet, dass er aus dem Atelier eines sehr kleinbürgerlichen Schneidermeisters hervorgegangen war, die Schöneberger Chaussee entlang, wunderlich aufgeregt von der Erwartung alles dessen, was mir beim Eintritt in die vornehme Welt bevorstand. Sie erinnern sich, lieber Freund, damals war die Villenstadt, die heute mit der Pferdebahn in einer kleinen halben Stunde erreicht wird, noch ein unansehnliches Dorf, das seine Berechtigung zum Dasein hauptsächlich darauf stützte, dass es die Hauptstadt Preußens mit Milch und Gemüse versorgte. Ein paar Wirtschaften bescheidenen Zuschnitts füllten sich an den Sonntagen mit kleinen Leuten, die dort ihr Weißbier tranken und kegelten, während andere grüne Winkel hinter morschen Zäunen die noch anspruchsloseren einluden, durch die Inschrift über der Gittertür, hier können Familien Kaffee kochen, wozu sie freilich alles Erforderliche mitbringen mussten. Ich war selten genug jene Straße gegangen, da meine gute Mutter schlecht zu Fuß war und über den Tiergarten nicht hinauskam. Aber auch heute achtete ich kaum auf die Szenerie zur Rechten und Linken, sondern suchte mit den Augen weit voraus die freiherrliche Villa, die mein Freund mir genau beschrieben hatte, falls ich die Hausnummer vergessen sollte. Sie war wirklich nicht zu verfehlen, denn unter allen Nachbarhäusern zeichnete sie sich durch ihre Lage hinter einem sanft ansteigenden Blumengarten aus, von der Landstraße durch ein hohes Eisengitter geschieden, von prachtvollen Ulmen und Ahornbäumen überragt, die über den Park an der Rückseite des einstöckigen Hauses ihre noch hellgrünen Wipfel erhoben. Wir waren im ersten Frühling, das Laub seit wenigen Tagen aufgesprossen, alle Äste vom Nestern bauenden Spatzen und Finken belebt und die schönste junge Aprilsonne noch schüchtern über das alles ergossen. Als ich eintrat, sah ich an einem der Beete einen großen Mann in einem grauen Arbeitsrock trotz des Sonntags beschäftigt, ein paar frisch eingepflanzte hochstämmige Rosen zu begießen und wollte mit einem kurzen Kopfnicken an ihm vorbei. Da richtete er sich auf, schob die Mütze zurück, die ihm tief in die Stirn gerutscht war, und sagte in einem freundlichen, sonoren Bass, »Wohin wollen Sie, junger Freund?« »Zu dem Herrn Baron«, erwiderte ich, kurz angebunden, ohne den Schritt anzuhalten. »Den können Sie näher haben.
Er steht vor Ihnen, und Sie sind ohne Zweifel Herr Ludwig R., der Freund unseres Sohnes. Seien Sie mir herzlich willkommen. Sie können denken, dass ich ein wenig betroffen war, doch wahrlich nicht unliebsam. Ich hätte mir Josts Vater als einen steifen, hochmütigen Aristokraten vorgestellt, der sich gnädig zu mir herablassen, meine Toilette mustern und mir den letzten Platz an seinem Tisch anweisen würde. Im Hinausgehen hatte ich mich mit dem ganzen Stolze meiner Armut umgürtet und mir gelobt, mich nötigenfalls als einen hoffnungsvollen Marquis Posa einzuführen. Das war nun sehr überflüssig. Dieser stolze Freiherr trug einen schlechteren Rock als ich und empfing mich auf dem Fuß vollkommener Gleichheit. Durch die ersten Worte hatte er den starren Demokraten in mir entwaffnet. Er hatte ein gutes Gesicht mit großen, regelmäßigen Zügen, das schwarze Haar schon etwas mit Grau gemischt, einen mächtigen Kopf auf breiten Schultern, um den starken offenen Hals ein schwarzseidenes Tuch geknüpft, so nachlässig wie alles in seiner Kleidung. Und doch schämte ich mich, dass ich ihn für den Gärtner hatte halten können. Denn Blick und Gebärde, alles an ihm kündigte den geborenen Edelmann an. »Verzeihen Sie«, sagte er, ohne mich erst lange zu mustern, »ich habe hier noch ein bisschen zu tun. Neben Gärtner habe ich Urlaub gegeben, heute zu seiner Familie zu gehen, die in der Stadt wohnt. Aber die Pflanzen, zumal die frisch eingesetzten, dürfen darum nicht Durst leiden. Und übrigens bin ich ein passionierter Gärtner. Haben Sie auch Interesse für die Natur oder nur für Ihre Bücher? Nun, umso besser. So kommen Sie mit mir und sehen Sie, was ich seit vorgestern geschafft habe. Freilich können Sie diesen Rosenflur nur erst auf mein ehrliches Gesicht hin bewundern. Aber wenn Sie uns öfter das Vergnügen machen, werden Sie hoffentlich finden, dass weit und breit keine schöneren Teerosen und Marschallnel gezogen werden als auf diesem kleinen Fleck.« Er führte mich nun herum, und ich durfte ihm helfen, das Wasser in die Gießkanne zu füllen, aus einem großen, in den Boden eingelassenen Fass, das in einem schattigen Winkel unter Holunderbüschen versteckt lag. Mir war unendlich wohl dabei, mit dem trefflichen Herrn gleich auf dem traulichsten Fuß verkehren zu dürfen, und ich fühlte erst wieder meine frühere Befangenheit, als er seine großen, mit kleinen schwarzen Härchen bedeckten Hände an einem blauseidenen Taschentuch abwischte und sagte, »So, nun haben wir unser Mittagessen verdient. Nun will ich Sie zu meiner Frau führen.« Indem wir uns aber umwandten, um nach dem Hause zurückzugehen, sah ich in der Glastür, die sich nach der Gartenterrasse öffnete, eine Dame stehen, die uns schon eine Zeit lang zugeschaut zu haben schien. Der Freiherr winkte ihr mit gutmütigem Lächeln zu und rief, »Willkommen, willkommen!« Dann nahm er mich unter den Arm und fragte nach meiner Mutter, wie es ihr gehe, ob sie mich heute auch nicht so sehr entbehre und ich sie. Er wisse, dass ich ein guter Sohn sei. Aber es liege eben darum viel daran, dass ich mit seinem Jost fernerhin gute Freundschaft hielte, der sonst nicht immer die beste Gesellschaft ausgesucht und jetzt zum ersten Mal ein Penchant für einen Kameraden gezeigt habe, der ihm in allem außer den Jahren überlegen sei. Ich hatte nicht Zeit, viel darauf zu antworten, denn schon stand ich vor der Baronin, machte meine etwas linkische Verbeugung und berührte unbeholfen die kleine Hand, die sie mir entgegenstreckte. Dabei stellte ich sofort die Betrachtung an, dass ein ungleicheres Paar schwer zu denken sei als diese Frau neben diesem Manne. Sie war kaum von mittlerer Größe und erschien noch kleiner durch eine fast schon übermäßige Fülle, die aber die Raschheit und Zierlichkeit ihrer Bewegungen nicht hinderte. Ein sehr hübscher Kopf mit einem reichen, aschblonden Haar saß auf den runden Schultern, von einer Spitzenhaube mit einem koketten blauen Bande eingefasst, die Züge des noch beinahe faltenlosen Gesichtes klein und spitz, rosig angehaucht wie die eines jungen Mädchens, so daß man keinen Augenblick zweifelte, mit 16 Jahren müsse sie für einen kompletten Engel gegolten haben. Noch jetzt hatten die hellblauen Augen und der lächelnde Mund mit dem Grübchen in der linken Wange etwas ungemein Seraphisches, und eine zarte Kinderstimme vollendete, wenn man die Augen schloss, die Illusion. Ich weiß aber nicht, wie es kam. Trotz meiner geringen Erfahrung und Menschenkenntnis war mir diese charmante kleine Frau, die mich mit gewinnendem Lächeln und größter Herzlichkeit begrüßte, nicht halb so sympathisch wie ihr rauhaariger, ungefüger Gemahl, der sich neben ihr ausnahm wie ein riesiger Neufundländer neben einem dicken weißen Schoßhündchen. Er verschwand dann hastig, er hatte noch die Kleider zu wechseln, und die Baronin führte mich unter dem anmutigsten Geplauder in den Gartensaal, wo mich Kunstschwärmer die Menge schöner Bilder an den Wänden zunächst so in Beschlag nahm, dass ich nur einsilbige und zerstreute Antworten gab.
Sie bemerkte es, und ich entschuldigte mich verwirrt. »Oh«, sagte sie, »Sie wollen Maler werden. Das sind Ihnen alte Bilder natürlich interessanter als neue Menschen.« Nun führte sie mich in dem großen Gemach, dessen Wände mit pompejanischem Rot und einigen gelblichen Ornamenten dekoriert waren, von Bild zu Bild und freute sich an meiner Bewunderung. Es waren da unter anderem ein paar alte Italiener, wohl von geringerem Wert, mir aber sehr merkwürdig. Sie hätten auf ihrem Schloss zu Hause eine ganze Galerie, aber nur diese wenigen mitgebracht, die immer in ihrem Wohnzimmer gehangen hätten. Auch allerlei kuriose alte Möbel fielen mir auf, deren Geschichte sie mir erzählte, und ehe ich dachte, war ich auch mit ihr auf so unbefangenem Fuße, als hätte ich sie jahrelang gekannt, und selbst der altgegründete Reichtum, der sich in allem, was sie umgab, offenbarte, imponierte mir nicht im Mindesten. Da ging die Tür eines der beiden Seitenzimmer auf, und mein Schulfreund trat rein, seine Schwester am Arm führend. Er entschuldigte seine Verspätung, er habe einen Ritt gemacht und sein Gaul, der alle Pfützen durchtrabt, ihn so zugerichtet, dass er sich von Kopf bis Fuß habe umkleiden müssen. »Und hier habe ich die Ehre, Herrn Ludwig R. Primus Omnium und Raphael ins B., meiner kleinen Schwester, Dorette, Freifräulein von T., vorzustellen. Sie werden sich wundern, dass mir alle diese Einzelheiten bis auf die Ipsissima Verba noch gegenwärtig sind. Was aber in unserem Leben Epoche macht, gräbt sich in unser Gedächtnis mit unauslöschlichen Zügen ein und klingt uns zuweilen im Ohren nach wie die Kinderlieder, die uns die Mutter vorgesungen. So ist mir auch der erste Eindruck völlig gegenwärtig, den das Freifräulein auf mich machte und der in jedem Sinn eine Enttäuschung war. Die kleine Schwester, die erst im Oktober, wie ihr Bruder mir erzählte, 16 Jahre alt werden sollte, war eine große junge Person, kaum einen halben Kopf kleiner als ihr Bruder, und hatte vom Backfisch nichts als die noch etwas steifen Bewegungen und die leicht geröteten Hände, die übrigens schön geformt waren. Das Kopfnicken, mit dem sie mich etwas gar zu nachlässig begrüßte, zeigte, dass sie sich ihrer Stellung dem jungen Proletarier gegenüber wohlbewusst war. Ich hatte sie mir sehr hübsch gedacht, doch auf den ersten Blick gefiel mir weder ihre Gestalt, die mir zu wenig zart und schmiegsam erschien, noch ihr Gesicht, das dem ihres Vaters glich. Nur war ihre Haut statt der braunen Farbe des Freiherrn von so matter Blässe, weiß wie ein Lilienblatt ohne den geringsten rosigen Schimmer, so daß sie den lebhaftesten Kontrast zu ihrem schwarzen Haar und den sammetbraunen Augen bildete. Doch konnte niemand dabei an eine bleichsüchtige Anlage denken. Die vollen, fast immer streng geschlossenen Lippen waren von gesunder Röte, und die auffallend kleinen Ohren zeigten ebenfalls nicht die fahle Wachsfarbe wie bei blutarmen jungen Mädchen. Der Junker hatte mein Erstaunen wohl bemerkt und neckte seine Schwester damit, dass sie für ein Schulmädel schon imponierend genug aussehe, um einen sonst sehr unerschrockenen Primaner außer Fassung zu bringen. Sie wandte sich mit einem trotzigen Achselzucken von uns ab und trat, ohne die Mutter zu begrüßen, vor die offene Glastüre. Dort blieb sie, uns beharrlich den Rücken zukehrend, stehen, bis sich die Türe des anderen Zimmers öffnete und der Freiherr wieder eintrat, jetzt in einem sauberen dunklen Anzug, doch wie ein Landedelmann, der keinen Wert darauf legt, mit der Mode fortzugehen. Die Tochter hatte sich rasch nach ihm umgewendet und war ihm durch das ganze Zimmer entgegengeeilt. Er empfing sie mit ausgebreiteten Armen und küßte sie auf die Stirn. Zugleich trat ein alter Bedienter in einer dunkelgrünen Livree herein und meldete, dass die Tafel serviert sei. Die Baronin nahm meinen Arm und führte mich durch das Zimmer ihres Gemahls, der mit der Tochter folgte, in das Esszimmer. Jost bildete den Nachtrab. Es war ein mäßig großer Raum, nach dem Park zugelegen, in dessen Mitte der gedeckte Tisch stand. Ich sah ihn noch vor mir mit dem blendend weißen Damastgedeck, dem Service von alten Meißner Porzellan, den silbernen Bestecken und dem Rokoko-Aufsatz in der Mitte, ebenfalls aus der altberühmten sächsischen Fabrik eine Diana vorstellend, von runden unterlegtem Wild umgeben, eine zierliche Fruchtschale in die Höhe haltend, die mit Südfrüchten angefüllt war. Dem Sohn der Lehrerswitwe, der nie eine silberne Gabel in der Hand gehalten hatte, erschien dies alles wie ein fürstlicher Prunk. Aber die einfachen Speisen, die seine gute Mutter selbst aus der kleinen Küche hereintrug, schmeckten ihm besser als das freiherrliche Diner, bei dem er sich beständig in einer stillen Unruhe befand, ob er nicht etwas tue oder äußere, was gegen die aristokratische Sitte verstoße.
An den Wänden des Zimmers hingen einige der schönen Lanzerschen Tierstücke, der Kampf der beiden Hirsche, der schreiende Hirsch im Röhricht, jene Szene im Hof eines ländlichen Schlosses, wo der Page auf seinen Spieß gestützt die Jagdbeute am Boden betrachtet. Ich studierte diese Blätter, die ich zum ersten Male sah, mit meinen jungen Maleraugen und wünschte heimlich, mich dort zu befinden, in der freien Wildnis lieber, als hier an dem gastlichen Tische, wo man sich alle Mühe gab, mir zu zeigen, wie gut man es mit mir meine. Besonders die Frau vom Hause. Sie führte fast allein die Unterhaltung, fragte nach meiner Mutter, meinem Bruder, meinen Studien und Liebhabereien. Ich saß zu ihrer Rechten, neben mir Jost, dann das Freifräulein und der Papa zwischen Tochter und Mutter. Der Baron warf dann und wann ein paar Worte dazwischen, immer mit dem gütigen Lächeln, das sein dunkelfarbiges Gesicht so anziehend machte. Mein Schulkamerad aß schweigsam mit erstaunlichem Appetit. Auch seine Schwester zierte sich nicht, ihren gesunden jungen Hunger zu stillen, wobei es sehr hübsch anzusehen war, wie sie mit Messer und Gabel hantierte. Zum ersten Mal beobachtete ich's bei ihr, dass man die Gabel nicht in die rechte Hand nehmen dürfe, wie ich's zu Hause gewohnt war, und eine Schamröte stieg mir ins Gesicht, dass ich mir diesen Verstoß gegen die feine Sitte hatte zu Schulden kommen lassen. Doch schien es niemand bemerkt zu haben. Die Stimme des Freifräuleins hatte ich noch nicht gehört. Ihr Vater, der sie zuweilen mit zärtlichen Blicken betrachtete, neckte sie mit gewissen kleinen Vorfällen, die mir unbekannt waren. Sie antwortete aber nur mit Achselzucken oder Nicken oder Schütteln des Kopfes, wobei ihr weißes Gesicht sich manchmal leicht rötete. Gewöhnlich sah sie still auf ihren Teller, die breiten Lider halb über die dunklen Augensterne gesenkt, und schon in jener ersten Stunde fiel mir auf, dass ihr Blick sich nie auf die Mutter richtete. Ich hatte während des Essens ein so ausführliches Verhör bestanden, mein ganzes Leben und die Pläne für meine Zukunft beichten müssen, dass ich nur wenige Bissen zu genießen Zeit behielt und endlich halb gesättigt vom Tisch aufstand, dafür aber, obwohl ich an dem roten Wein nur genippt hatte, in einer Art Rausch, als wäre mir die ungewohnte Liebenswürdigkeit dieses vornehmen Paares zu Kopf gestiegen. So kam es mir sehr gelegen, dass Freund Jost vorschlug, wir drei, seine Schwester hatte er zur gesegneten Mahlzeit in den Arm genommen und herzhaft geküsst, sollten in den Park hinaus, während Papa und Mama ihre Siesta hielten. Das Fräulein antwortete wieder nur mit ihrem kurzen Kopfnicken, setzte einen großen Gartenhut auf, der einen reizenden Schatten über ihre blassen Wangen warf, und wir wandelten, Jost als galanter Kavalier seine Schwester führend, ich an ihrer Seite in den Garten hinaus, dessen Wege etwas verwahrlost und noch vom Blätterabfall des Winters überrieselt waren. In dieser Verwilderung aber gefiel er mir umso besser. Da ich aber schon damals nicht sprechen konnte, wenn meine Augen an irgendetwas Schönem der Kunst oder Natur sich weiteten und auch die Geschwister in ihre Gedanken versunken waren, blieben wir alle drei stumm, bis wir zu einem langgestreckten Weiher kamen, der ziemlich am Ende des Parks unter hohen Ulmen und Eschen lag, so träumerisch selbst am hellen Nachmittag von ihrer zarten Laube beschattet, dass mir ein Ausruf der Bewunderung entfuhr und ich stehen blieb, das schöne Bild recht in mich aufzunehmen. »Gefällt Ihnen mein See?« sagte das Fräulein, ihren Arm aus dem des Bruders ziehend. Es war das erste Mal, dass ich ihre Stimme hörte, die einen dunklen, gar nicht recht jugendlichen Klang hatte. »Es ist die schönste Stelle im ganzen Park«, setzte sie hinzu. »Finden Sie nicht auch?« »Ich möchte ihn wohl malen«, versetzte ich, »aber erst, wenn die Zweige dichter geworden sind. Es muss schön sein, wenn der Mond hinter den Wipfeln heraufkommt. Jetzt freilich könnte ich mich noch nicht in so etwas Schweres wagen.« »Kommen Sie zu meiner Bank«, sagte sie und ging voran nach einer Blutbuche, die freilich nur noch einen dürftigen Rest ihrer Blätter vom vorigen Jahr behalten hatte. Sie stand dicht am Ufer. An einem Pfahl nicht weit davon war ein kleiner Kahn angebunden, eine Bank aus schlichten Brettern und Pflöcken daneben aufgeschlagen. Wir setzten uns alle drei und schauten, wieder schweigsam, auf die glatte, schwärzliche Wasserfläche, die mit dunkelroten und gelbem Laube bestreut war. Jost zog eine Zigarrentasche hervor und hielt sie mir hin. Ich dankte, denn ich hatte mir diesen Luxus, wie manchen anderen, gewissenhaft versagt. Und von meinem schmalen Taschengeld hätte ich ihn nicht bestreiten können. Der Junker aber blies mit dem Selbstgefühl eines Neulings, der bereits in alle Künste alter Raucher eingeweiht ist,
die schönsten blauen Ringe in die Luft, behaglich zurückgelehnt und den Arm hinter dem Rücken seiner Schwester auf die Lehne der Bank gelehnt. Ich saß auf der anderen Seite des Freifräuleins und studierte, während ich das Landschaftsbild vor mir zu betrachten schien, verstohlen ihr Profil, so daß ich wie ein ertappter Verbrecher zusammenfuhr, als ich Jost plötzlich sagen hörte: »Du solltest Tourette porträtieren.« Auch sie wurde einen Augenblick dunkelrot, sagte aber kein Wort und blieb regungslos sitzen. Er zeichnete mich in den Stunden die Lehrer und auch den und jenen von den Kameraden, der eine besondere Nase hat, erklärte Jost seiner Schwester, immer mit wenigen Strichen, aber zum Lachen ähnlich. »Hole doch dein Buch heraus, Ludwig, du trägst es ja immer in der Tasche.« Das war nun freilich die Wahrheit. Obwohl ich mein Gelübde, auf der Schule keine Zeit mit Zeichnen zu verlieren, all die Jahre hindurch getreulich hielt, konnte ich mir das unschuldige Vergnügen doch nicht versagen, in ein schmales Taschenbuch oder an den Rand der Schulhefte Karikaturen oder ganz ernstlich gemeinte kleine Porträts zu kritzeln. Ich hatte darin eine große Gewandtheit erlangt, und die Professoren sahen mir durch die Finger, da ich etliche von ihnen so respektabel abkonterfeit hatte, daß sie, als sie mich darüber betrafen, die Bildchen sich ausbaten, um sie ihren Frauen zu zeigen. Da überwand endlich ein stiller Ehrgeiz zu zeigen, was ich könne, und der Wunsch, das merkwürdige Mädchengesicht recht nach Lust betrachten zu dürfen, meine Schüchternheit. Wenn das Fräulein nichts dagegen hat, stammelte ich und zog mein Buch aus der Brusttasche. Sie nickte kaum merklich und saß nun wie eine Statue. Ich aber machte mich ohne Zögern ans Werk. Aber ich kann Ihnen ja zeigen, was ich damals zustande brachte. Ich habe das ungeschickte kleine Skizzchen sorgfältig aufgehoben. Es ist das einzige Bild, das ich von ihr besitze, obwohl ich sie später noch ein paar Mal zeichnen durfte, weit besser und ausgeführter, aber zum Geschenk für andere. Dieses erste Abbild ihrer noch halb kindlichen und doch schon so ernsthaft gespannten Züge nahm ich an jedem Tage wieder an mich, ohne es auch nur den Eltern zeigen zu wollen, unter den Vorgaben, es sei missglückt, und ich schämte mich, von meinem Talente eine so schwache Probe vorzuweisen. Es ist auch eine sehr fragwürdige Jugendsünde, aber in seiner dürftigen künstlerischen Form umso treuer und mir heute unschätzbar. Er stand auf und ging nach einem geschnitzten Schränkchen, das auf einer altertümlichen Kommode stand. Ich wußte, daß er dort in einem verschlossenen Fach allerlei Reliquien verwahrte: Reisetagebücher und Briefe seiner Mutter, kleine antike Schmucksachen, die er bei einer Ausgrabung in Pompeji an sich zu bringen gewußt hatte. Und da lag auch ein kleines, schwarz eingerahmtes Bildchen, das ich schon einmal, als er die Lade zufällig herauszog, flüchtig gesehen, aber nicht weiter beachtet hatte. Nun brachte er mir's, und man kann denken, mit welchem Anteil ich es jetzt betrachtete. Es war allerdings das Werk einer noch ungeübten Hand, in harten Umrissen und mit wenigen Schattenstrichen schraffiert. Aber in aller Unbehülflichkeit hatte das Mädchengesicht, das, ein wenig vorgeneigt, mit halb gesenktem Blick vor sich hinstarrte, die feste schmale Nase mit den energischen Flügeln, der sehr hübsche, trotzig gepresste Mund und die gerade ansteigende Stirn unter dem dichten, schlichten Scheitel einen Reiz, der mich nicht losließ. Die nur leicht angedeutete Gestalt saß nachlässig zurückgelehnt, die Hände im Schoß ruhend, auf der rohgezimmerten Bank. Der Strohhut war auf den Rücken geglitten und wurde von dem breiten Bande vorn am Halse festgehalten, was der ganzen Figur etwas anmutig Unbefangenes, Unbelauschtes gab. Unten in der Ecke stand das Datum geschrieben: 29. April 1846. »Sollte man glauben, dass dieser einen noch nicht 16-jährigen Backfisch vorstellt?« fragte mein Freund, der sich wieder neben mich gesetzt hatte, ohne das Bildchen zu betrachten. Und nun hätten sie erst sehen sollen, wie sie sich trug und gebärdete, wie eine kleine Prinzessin, die sich von Jugend auf ihrem Gefolge überlegen fühlt. Und wie sie nun erst wurde, schon im nächsten Jahr, noch ehe sie die 17 erreicht hatte, eine vollendete junge Dame, und doch wieder ohne all die kleinen Affektionen, die junge Aristokratinnen für guten Ton und die Blüte der gesellschaftlichen Tourneure halten. Wenn ich es jetzt mit einem Wort bezeichnen sollte, sie war ein Wesen in großem Stil, das sie schon in jenem unreifen Alter ankündigte. Alles Kleine, Gekünstelte, Unwahre erschien neben ihr doppelt armselig. Wenn man diesen stolzen Mund ansah, hätte man schwören mögen, dass er nie eine konventionelle Phrase, geschweige denn eine offenbare Lüge über die Lippen zu bringen, vermocht hätte.
Damals kannte ich noch so wenige ihres Geschlechtes, dass ich von dem Eindruck, den sie mir machte, mir kaum Rechenschaft zu geben vermochte. Nur das fühlte ich, dass sie anders war als alle anderen und nicht einmal ganz zu ihrem Vorteil. Das Ideal eines jungen Mädchens, eines so jungen zumal, schwebte mir immer etwas Lachendes, Rosiges, Mutwilliges vor, von keines Gedanken Blässe angekränkelt. So hatte ich es auch in den Novellen und Romanen, die mir einstweilen die eigene Erfahrung ersetzen mussten, dargestellt gefunden. Hier saß nun ein Wesen vor mir, das von all diesen lieblichen Eigenschaften nicht eine besaß und mir daher mehr rätselhaft als anziehend erschien. Ich vollendete auch meine Zeichnung mühsamer als sonst. Die Feinheit des Profils war nicht so im Fluge zu treffen, und endlich, da mir eine gute Stunde einsilbig nebeneinander gesessen und Jost mehrmals »Es wird sehr gut« gebrummt hatte, fuhr ich mit dem Gummi rasch über den Umriss hin und sprang auf, indem ich unmutig erklärte, es sei missraten. Ich bete um Entschuldigung, dass ich sie so lange vergebens bemüht habe. Jost wollte die Zeichnung durchaus haben. Ich hatte aber das Buch schon wieder eingesteckt und sagte, ich müsse nun nach Hause. Sie selbst stand ohne ein Zeichen des Unwillens oder der Enttäuschung auf und lief uns voraus, dem Hause zu, wo ich mich von den Eltern verabschiedete. Ich musste versprechen, bald wiederzukommen. Man trug mir Grüße an die Mutter auf, der Freiherr begleitete mich mit Jost bis zur Gittertüre und drückte mir treuherzig die Hand, indem er mir nochmals dankte, dass ich mit seinem Wildfang von Sohn so gute Freundschaft hielte. Ich wanderte der Stadt zu wie im Traum, nichts hörend und sehend von den vielen Spaziergängern, gegen deren Strom ich zu schwimmen hatte. Die Mutter war allein, ihrer Gewohnheit nach mit einer Handarbeit beschäftigt, da sie ganz allein die Garderobe ihrer beiden großen Söhne instand hielt. Sie brannte darauf zu hören, wie es mir bei meinem ersten Eintritt in die große Welt zumut gewesen sei, fragte mich nach 100 Einzelheiten, die mir entgangen waren, und verriet mit keinem Seufzer, dass sie mich entbehrt hatte. Doch empfand ich es als ein Unrecht, das ich ihr angetan, und um sie ein wenig zu entschädigen, schlug ich ihr vor, einen Gang in den Tiergarten mit mir zu machen. Sie war gleich bereit, in sichtlicher Freude, umarmte mich, und wir gingen. Ich blieb jedoch schweigsam und stand nur einsilbig Rede auf ihre Fragen. Ich konnte ihr doch nicht sagen, wie beklommen mir ums Herz gewesen war, als ich in unsere enge, so höchst bescheiden eingerichtete Wohnung zurückgekehrt war aus dem reichen Behagen und der künstlerischen Ausstattung der Villa. Zum ersten Mal fiel mir auch auf, dass der schwarze Hut meiner lieben Mutter, ihr sehr sauberer, aber ganz unmoderner Anzug, neben dem Sonntagsstaat der meisten uns begegnenden Frauen fast ärmlich erschienen und schon neben der Kammerjungfer der Baronin sich nicht hätte sehen lassen dürfen, geschweige denn neben dem Spitzenkleid ihrer Herrin selbst. Sie ahnte das natürlich nicht und ging mit heiteren Blicken neben ihrem großen Sohne her, der ihr in den neuen Kleidern so vornehm erschien, dass er den Vergleich mit jedem Junker aushalten konnte. Wir trafen zufällig auch meinen Bruder mit einem seiner Freunde und beschlossen den Tag bei einem Glas kalte Schale und erträglicher Musik in den Zelten. Als ich dann auf meinem stillen Stübchen bei der Lampe saß und mir die Erlebnisse des Tages zurückrief, schüttelte ich den Druck, den ich bei der Vergleichung der beiden Welten empfunden, mit einem kräftigen Entschluss von mir ab. Meine arme, liebe Mutter gefiel mir doch tausendmal besser als alle Freifrauen der Welt. Meinen Bruder, den Setzergehilfen mit den etwas schwärzlichen Fingern und den plumpen Manieren, hätte ich um ein Dutzend Junker nicht vertauscht. Und nur einen Vater wie der Freiherr zu haben, schien mir ein Vorzug zu sein, zumal ich den meinen nicht mehr hatte. Aber eine Schwester wie das Freifräulein? Darauf hatte ich nicht gleich eine Antwort. Ich zog mein Zeichenbuch heraus und fing so still für mich an, das ausgewischte Profil von neuem zu zeichnen. Und seltsam, aus dem Gedächtnis glückte es weit besser als nach dem Leben. In wenigen Minuten hatte ich den Umriss wiederhergestellt, so sprechend ähnlich, dass ich mit großer Befriedigung mein Werk betrachtete. Ich schattierte es nun noch, wie Sie es da sehen, löste das Blatt sorgfältig aus dem Buche heraus und verbarte es in einer verschlossenen Mappe, in der ich auch meine Verse vor jedem unbefugten Blick versteckt hielt. Warum ich so heimlich damit verfuhr, statt die junge Dame wenigstens der Mutter in Effigie vorzustellen, kam mir selbst nicht zu Bewusstsein. Doch ich merke, dass ich ihre Geduld ungebührlich in Anspruch nehme, indem ich all diese unbedeutenden Erinnerungen vor ihnen auskrame, die nur für mich Wert haben können. Fürchten Sie nicht, dass ich in demselben Stil fortfahren werde, Ihnen die Geschichte meiner ersten Liebe zu beichten.
denn dass es sich um nichts Geringeres handelt, haben Sie längst erraten. Ich glaube zwar nicht, dass mein Langen und Bangen in schwebender Pein, und wenn man es ausführlich schilderte, sich ganz so ausnehmen würde wie die meisten Primaner-Romane, und zwar nicht sowohl, weil der Liebhaber ein so besonders genaturter Jüngling gewesen wäre, als wegen des jungen weiblichen Charakterkopfs, der in der Geschichte mitspielt. Werden Sie glauben, dass ich während des ganzen Jahres, dass ich noch als Penal mit ihr verkehrte und nach als sonntäglich stundenlang im Park oder Garten mich mit ihr tummelte, kaum jemals ein Spaß zwischen uns jenes helle Lachen hervorrief, das so jungen Paaren sonst so leicht aus der Kehle dringt? Zwar war auch ich nicht von scherzhaftestem Temperament, aber ich war kein Pedant und glaubte einem jungen Mädchen gegenüber mich zu einer möglichst heiteren Laune zwingen zu müssen. Ich gab also allerlei lustige Geschichten zum Besten, über die meine Mutter herzhaft gelacht hatte. Das seltsame Fräulein sah mich nur wie betroffen an, und als ich fragte, ob sie ihr nicht drollig erschienen, erwiderte sie ganz ernsthaft: »Oh, gewiss. Ich wundere mich nur, dass gerade Sie Geschmack daran finden.« »Gerade ich? Was hatte sie sich für einen Begriff von mir gemacht, dem diese harmlosen Schnurren widersprachen?« Ich fragte sie darum. Sie wollte aber nicht mit der Sprache heraus. Da ich nun sah, dass mir meine Herablassung zu ihrem vermeintlichen Backfischstandpunkt nicht gedankt würde, änderte ich die Tonart und erzählte ihr allerlei von meinem geliebten Griechen und Römern, zumal von den Dichtern, die ich gelesen hatte. Da hätten Sie sehen sollen, mit welcher Andacht sie mir zuhörte, wie ihre Augen leuchteten oder sich völlig schlossen, wie um einen schönen Traum, der ihr vorüberzog, nicht durch die gemeine Wirklichkeit um sie herzustören. Den Bruder langweilten solche Gespräche. Er hörte von Sophokles und Aeschylus schon in der Schule mehr, als ihm lieb war, und so ließ er uns oft allein, um im hintersten Teil des Parks nach der Scheibe zu schießen oder, tiefsinnig im Grase ruhend, auf die Meerschaumpfeife zu starren, die anzurauchen sein Ehrgeiz war. Wir indes saßen auf der Bank unter der Blutbuche, die nun dichten, dunklen Schatten bot, und ich las dem Freifräulein, während sie an einer Stickerei arbeitete, meine Übersetzungen aus dem rasenden Ajax vor, die mein guter Direktor gelobt hatte, oder erzählte ihr die Fabel des Orestes, die ihr besonders zu Gemüte ging, so stark, dass sie bei der Ermordung der Klytämnestra aufstand und eine gute Weile mich allein ließ, da sie mich ihre hervorstürzenden Tränen nicht sehen lassen wollte. Ich dachte mir nichts anderes dabei, als dass ihr tiefes und starkes Gemüt, das bei der oberflächlichen Abrichtung in ihrer Pension keine Nahrung fand, durch diesen Einblick in eine fremde, gewaltige Welt allzu heftig erschüttert würde. Als ich aber andeutete, wir sollten diese Unterhaltungen vielleicht lieber einstellen, ich fürchtete, sie möchte ihr schwere Träume bringen, schüttelte sie den Kopf. »Im Wachen kommen mir oft noch viel schwerere«, sagte sie finster vor sich hin. Seitdem beherrschte sie sich, und ich sah keine Träne mehr. Aber sie hielt darauf, dass ich ihr jedes Mal etwas von diesen Dingen erzählen musste, und als ich ihr zum nächsten Weihnachten das Buch Gustav Schwabs schenkte, in welchem er die schönsten Geschichten und Sagen des klassischen Altertums so glücklich für junge Leser vorgetragen hat, drückte sie mir mit solcher Wärme die Hand wie nie zuvor, da ich gewöhnlich beim Kommen und Gehen nur ein paar kühle Fingerspitzen in der meinigen gefühlt hatte. Sie wissen nun schon, dass ich der stehende Sonntagsgast in der Villa geworden war. Meine Mutter hatte sich nicht nur ohne Klage da eingefunden, sondern es über ihr selbstloses Herz gebracht, es als ein besonderes Glück zu rühmen, dass ihr Sohn eine so bevorzugte Stellung in dieser vornehmen Familie gewonnen hatte. So brachte sie mein eigenes Gewissen zum Schweigen, und ich bildete mir endlich selber ein, ich sei es meiner Erziehung schuldig, nicht immer an der Schürze meiner Mutter zu hängen, sondern im Umgang mit einer so hochgebildeten, weltgewandten Dame wie die Baronin meine Manieren zu verfeinern und so viel Welt mir anzueignen, wie für einen jungen Menschen, der Künstler werden will, nötiger sei als für einen Buchdrucker oder selbst für einen Gymnasiallehrer. So fand ich es ganz in der Ordnung, dass man mich draußen in der Villa verhätschelte, bewunderte, meine Talente aus ihrem schüchternen Dunkel hervorzog. Dass ich, ohne Jost im geringsten eifersüchtig zu machen, da er ebenfalls zu mir hinaufsah, von der Freifrau der Goldsohn genannt wurde und sie selbst in Briefen und Gedichten die Goldmama nennen musste. Seltsam aber, sein recht söhnliches Herz konnte ich bei alledem nicht zu ihr fassen. Ich bezeigte ihr eine Art ritterlicher Verehrung, und sie kajolierte mich wie eine mittelalterliche Edeldame einen Pagen, der seiner heimlich angebeteten Herrin eine lyrische Huldigung widmet. Es war gewiss von beiden Seiten nichts Arges dabei.
Ich ahmte einfach nach, was ich von den wenigen fremden Herren, die dann und wann in der Villa vorsprachen, ja von ihrem eigenen Mann und Sohn dieser noch immer jugendlich sich gebärdenden Frau an kleinen Galanterien darbringen sah. Hatte ich mein Herz aufs Gewissen gefragt, so wäre die Antwort gewesen, dass es sich sehr kühl verhielt gegen diese Goldmama. Keinen geringeren Anteil hieran hatte die offenbare Kälte, die zwischen ihr und ihrer Tochter herrschte. Ich zerbrach mir den Kopf, wie es zugehen möge, dass das Freifräulein, das mit solcher Inbrunst am Vater hing, sich kaum die Mühe gab, ihre vollkommene Gleichgültigkeit, ja Abneigung gegen diese freundliche, immer lächelnde Mama zu verbergen, die ihr nie ein böses Wort sagte, jeden ihrer Wünsche befriedigte, wenn sie ihr auch freilich nicht mit der rechten mütterlichen Herzenswärme begegnete, sondern den Sohn vorzog, der ihre Karessen mit humoristischer Courtoise erwiderte. Die Tochter dagegen ging mit halbgeschlossenen Augen an ihr vorbei, richtete nie das Wort an sie und beantwortete ihre Fragen nicht unartig, aber mit möglichster Kürze. Keiner im Haus schien darin etwas Auffallendes zu sehen. Der Papa neckte sie zuweilen mit ihrer Verschlossenheit und nannte sie sein stilles Wässerchen. Der Bruder prophezeite ihr, die Zunge werde ihr schon gelöst werden, wenn sie erst auf Bälle gehe und mit 20 jungen Herren geistreiche Gespräche führen müsse. Für mich war gerade diese ihre nachdenkliche Stille ein Reiz und eine Tugend mehr an ihr. Denn Sie müssen nicht glauben, dass ihr seltsames Wesen auch nur einen Hauch von mattherziger Sentimentalität oder Unfrische gehabt hätte. Eine starke Willenskraft, sogar ein Überschwang von jugendlichem Feuer kündigte sich in 100 kleinen Zügen an, und in diesen kräftig aufgeblühten Gliedern kreiste ein so übermütiges Blut, dass sie es nur schwer zu bezwingen vermochte, hatte sie ihm einmal die Zügel schießen lassen. Ihr liebstes Vergnügen war, wenn es recht stürmte, gegen den Wind zu laufen, so behende, dass wir sie nur selten wieder einholen konnten. Sie sei eine kecke Turnerin gewesen in ihrer früheren Zeit und schwämme noch jetzt mit Leidenschaft wie eine Seejungfer, vertraute mir Jost. Als der Winter gekommen war und auf dem Weiher die schönste Eisbahn hergestellt hatte, konnte sie nicht satt werden, Schlittschuh zu laufen, am liebsten beim unholdesten Eiswind. Ich hatte diese edle Kunst vernachlässigt, da es mich zu viel Zeit gekostet hätte, während des Semesters die entfernteren Gelegenheiten dazu aufzusuchen. Kaum aber hörte sie, dass es mit mir so stand, so drang sie darauf jeden Sonnabend, denn ich kam jetzt gewöhnlich schon am Vorabend des Sonntags und übernachtete oben im Zimmer meines Freundes, um den ganzen folgenden Tag draußen zu bleiben, sobald ich die Eltern begrüßt hatte, mir Unterricht im Eislaufen zu geben. Die Goldmama schenkte mir natürlich sofort ein paar Schlittschuhe bester Qualität, und nun wurde ich von den Geschwistern in die Mitte genommen und machte mit großem Ehrgeiz meine Schule durch. Wie glücklich war ich, dass sie sich mit mir beschäftigte. Welche Wonne durchrieselte mich, wenn sie meine Hand fasste und meinen unsicheren Schritte leitete. Und wie konnte sie sogar hell auflachen, wenn ich mit absichtlicher Unbeholfenheit allerlei drollige Fallversuche machte und meine lange Figur doch nicht glücklicher wieder ins Gleichgewicht brachte. Sie war in solchen Stunden wie ausgetauscht, jeder Schatten des Trübsinns von ihrem Gesicht verschwunden, ihre Augen glänzten, ihr Haar unter dem polnischen Mützchen flatterte im Wind und die weißen Zähne blitzten in der grauen Dämmerung so munter, dass mir das Herz aufflammte und ich alle Vernunft zusammennehmen musste, die Arme nicht um ihre schlanke Gestalt zu schlingen und ihr zuzuflüstern, dass ich wie ein Wahnsinniger in sie verliebt sei. Aber jede Regung eines so verwegenen Gelüstes schwand, sobald wir wieder statt der glatten Eisfläche die raue Erde unter den Füßen hatten. Auch mit ihrem Mutwillen war es dann plötzlich vorbei. Wir kehrten entweder stumm ins Haus zurück, oder sie erzählte von etwas, das sie gelesen hatte, und ich atmete auf wie jemand, der einer halsbrechenden Gefahr entgangen war, überzeugt, dass sie mich mit einem einzigen stolzen Wort und empörten Blick zurückgeschleudert haben würde, wenn ich gewagt hätte, die Schranke zwischen uns zu überspringen. Ich war so fest wie von meinem Leben überzeugt, dass ich ihr nicht näher stand, als jeder andere Schulkamerad ihres Bruders getan hätte, der als Musterknabe, als sittliches Vorbild für den Leichtfuß von Junker ein unerwünschter Umgang gewesen wäre. Zuweilen sogar wollte mir es scheinen, als betrachtete sie mich mit einer Art mitleidiger Geringschätzung, und zwar immer dann, wenn ich der Mama auf meine Pagenmanier den Hof machte. Sie ließ es mich dann empfinden, indem sie an einem solchen Tage ein Gespräch mit mir absichtlich vermied. Aber sie zürnte nicht lange. Ich war ihr zu unbedeutend, dachte ich, um mein Tun oder Lassen allzu tragisch zu nehmen.
Dass eine gesellschaftliche Kluft zwischen uns sei, war das letzte, woran ich dachte. Sie kennen meine demokratische Erziehung, und wir standen damals vor den Märzereignissen in einer Stimmung aller jungen Gemüter, die mich die Freiherrenkrone auf der Visitenkarte meines guten Josts nicht mit dem geringsten Respekt betrachten ließ. Dennoch entsinne ich mich, dass ich in meinen lyrischen Herzensergießungen die Kälte, mit der mir das Freifräulein begegnete, auf ihren Standeshochmut schob und von einer Revolution träumte, welche den armen Lehrerssohn der blaublütigen Geliebten gleichstellen würde. Zu anderen Stunden klagte ich ohne solche Torheiten mein Herzeleid, dass ich meine Lieb und Treue an ein Marmorbild verschwendete, in dessen Adern ewig niemals warmes Leben sich regen werde. Eine Nixe, die nur im Winterfrost Verlangen nach der Berührung einer warmen Menschenhand empfinde und was der lyrischen Invektiven mehr waren. Und diese hoffnungsvollen Gefühle hatten schon nach wenigen Monaten eine solche Macht über mich gewonnen, dass ich nicht bloß die Rücksichten gegen meine gute Mutter völlig vergaß, sondern auch meinen Ehrgeiz in der Klasse, mir nicht den geringsten Tadel zuzuziehen. Ich lebte, sann, hoffte und harrte nur von einem Sonntag zum anderen. Was dazwischen lag, hatte allen Wert für mich verloren. Meine Lehrer wunderten sich, dass plötzlich, so dicht vor dem Ende, mein rühmlicher Eifer erkaltete. Sie schoben jedoch die beklagenswerte Veränderung auf den Schulekel, der selbst ihre trefflichsten Zöglinge zuweilen kurz vor dem Austritt aus dem Gymnasium befällt. Und der überfließende Gnadenschatz, den ich 9 Jahre hindurch angehäuft, kam mir auch noch zu guter Letzt zustatten. Ich bestand die Abiturientenexamen mit allen Ehren, während es an einem Haar hing, dass Junker Jost, trotz des allseitigen guten Willens, ihm jeden Stein des Anstoßes aus dem Wege zu räumen, dennoch unsanft durchgefallen wäre. Das war um Ostern 1847. Ich hatte kurz zuvor mein 18. Jahr vollendet. Jost feierte einige Monate später seinen 20. Geburtstag. Trat, sobald er den lateinischen Stall hinter sich hatte, in einen vielersehnteren ein, indem er sich bei einem Husarenregiment als Einjähriger meldete, und ich hatte nichts Eiligeres zu tun, als mich dem Direktor der Akademie zur Eintrittsprüfung vorzustellen. Obwohl ich so viele schöne Zeit versäumt hatte und an Fertigkeit der Hand hinter manchem Jüngern weit zurückstand, war doch mein Auge während der Schuljahre nicht ungeübt geblieben und die Leidenschaft für meinen wahren Beruf so groß, dass ich ohne sonderliche Schwierigkeiten die Aufnahme in die unterste Klasse erlangte. Zum ersten Mal seit Jahr und Tag fühlte ich mich wieder von einem vollen Glücksgefühl durchströmt. Ich hatte irgendwo gelesen, nach Spinozas Ausspruch könne keine Leidenschaft durch Vernunftgründe, sondern nur durch eine andere, stärkere Leidenschaft bezwungen werden. Nun gab ich mich der Hoffnung hin, die unselige Liebe zu dem unnahbar stolzen Mädchen werde erlöschen, wenn ich Tag für Tag fleißig hinter meinem Reißbrett hockte und nach der damaligen unsinnigen Methode die schönen griechischen Götter und Göttinnen in Gips nachzuzeichnen mich mühte, deren Würde und Höhe das heiße Blut abzukühlen wie geschaffen schienen. Ich sollte bald merken, dass ich von diesen himmlischen Mächten vergebens Heilung meines Fiebers gehofft hatte. Zwar gewann ich es über mich, in den Sommermonaten meine Besuche in der Villa auf sehr wenige Sonntage einzuschränken, unter dem Vorwand, ich hätte allzu viel versäumt und müsse auch die freien Tage nutzen, um mit meinen jüngeren Kameraden Schritt zu halten. Auch ließ ich mich nie mehr verführen, von Sonnabend auf den Sonntag draußen zu bleiben. So lange unter einem Dach mit meiner heimlichen Flamme zu hausen, hätte meine Glut wieder hoch angeschürt. Ich kam jetzt gewöhnlich am Sonntagnachmittag und blieb bis zur Dämmerung, jedes Mal mit zärtlichem Schmollen von der Goldmama ausgescholten, dass ich sie vernachlässigte, von dem Freifräulein mit dem gleichen kühlfreundschaftlichen Gesicht empfangen. Jost fand meine Zurückhaltung nicht auffallend, da er selbst jetzt ganz seinen neuen Pflichten lebte und dem schönen Gaul, den zu reiten, ihm ein unsägliches Vergnügen machte. Der Freiherr war mir unverändert zugetan. Doch glaubte ich auch bei ihm keinen sonderlichen Kummer darüber zu bemerken, dass der Freund seines Sohnes sich jetzt seltener blicken ließ, da von einem sittlichen Einfluss auf den jungen Husaren doch keine Rede mehr sein konnte. Meine liebe Mutter war sichtbar froh, mich nun wieder zu haben. In der letzten Zeit hatte sie doch Mühe gehabt, ihre Eifersucht auf die gefährliche Goldmama zu verbergen. Wir führten unser altes, trauliches Leben zu dreien, gingen fleißig spazieren, und ich dachte wirklich, das Schlimmste überstanden zu haben. Als aber die erste Glückseligkeit meiner jungen Künstlerfreiheit ihren Zauber verloren hatte,
Die Blätter von den Bäumen fielen und die Abende länger wurden, so daß das Zeichnen bei der trüben kleinen Lampe nur notdürftig vonstatten ging, fing ich an zu spüren an einer wunderlichen Unruhe und Mißzufriedenheit, daß ich zu früh Viktoria gerufen und gewähnt hatte, den reizenden Feind aus dem Felde geschlagen zu haben. So war ich bald wieder schwach genug, in alter Weise jede Gelegenheit, mich draußen sehen zu lassen, begierig zu ergreifen. Es trug mir nichts ein als neue Nahrung für meine Leidenschaft und immer tiefere Hoffnungslosigkeit. Zu ihrem Geburtstag im November hatte ich eine Federzeichnung gemacht, den blinden alten Ödipus von seiner Tochter geführt, meine erste, noch sehr kindliche Komposition. Ohne dass ich mir es vorgesetzt, sah der alte König dem Freiherrn so ähnlich, wie die Übersetzung eines deutschen Urtextes ins Griechische nur immer konnte. Und Antigone unterschied sich von dem Freifräulein nur durch das Gewand und die antike Haartracht. Als ich ihr das Blatt mit meinem erröten, gestammelten Glückwunsch überreichte, ich traf sie glücklicherweise allein in dem Gartensaal, wo sie den Blumentisch ordnete, betrachtete sie es erst lange, ohne ein Wort zu sagen. Dann gab sie mir die Hand. »Es ist schön«, sagte sie. »Sie machen große Fortschritte. Ich danke Ihnen. Sie haben mir eine große Freude gemacht.« Die anderen kamen dazu. Ich wurde sehr gelobt. Von den Ähnlichkeiten, die, wie ich gefürchtet, mich verraten würden, sagte niemand ein Wort. Ich sollte zu Tische bleiben. Mehrere junge Freundinnen des Geburtstagskindes wurden erwartet. Ich entschuldigte mich, da es ein Wochentag war, ich dürfe die Akademie nicht versäumen und hatte auf dem langen Heimweg Zeit genug, mich einmal übers andere einen Schwächling und jämmerlichen Toren zu schelten, daß ich noch immer in den Fesseln eines hoffärtigen Mädchens schmachtete, das so offenbar nichts von mir wissen wollte. Nur diese Weihnachten noch überstanden, dann sollte es für immer aus sein, spur ich mir zu. Für alle Gastfreundschaft, die ich in diesem Hause genossen, mußte ich mich noch einmal erkenntlich zeigen, auf meine bescheidene Weise, da ich zu kostbaren Geschenken zu arm war. Ich hatte mir ausgedacht, wenn ich den Hausherrn für seine Gattin, diese für ihren Mann, zeichnete und die beiden Geschwister füreinander, würde ich meine Dankeschuld einigermaßen abtragen und mir damit zugleich ein bleibendes Andenken stiften, das, wenn ich den Verkehr nun abbreche, doch zuweilen ein Bedauern, mich verloren zu haben, hervorrufen müsste. Ich hatte schon so viel gelernt, dass die Zeichnungen nicht mehr an meine naiven Profilskizzen von der Schule her erinnerten, sondern einen künstlerischen Anstrich hatten und mit kräftiger Schattenwirkung auch an einer Wand eingerahmt sich sehen lassen konnten. Überdies wußte keiner von dem, was ihm selber zugedacht war. Ich hatte mir jeden heimlich sitzen lassen, Dorett wieder unter der Blutbuche, die Entwürfe eilfertig zustande gebracht und zu Hause die Zeichnungen sorgfältig ausgeführt. Es sollte eine vierfache Überraschung werden. Jost, des nicht draußen nur selten habhaft wurde, da der Dienst ihn in der Stadt festhielt, wollte mir 3 Tage vor Weihnachten noch einmal in meinem Zimmer sitzen, das ich jetzt zu einem kleinen Atelier eingerichtet hatte. Er trat auch wirklich am Vormittag bei mir ein, von einem Ritt in der scharfen Dezemberluft gerötet, in der kleidsamen Uniform, deren Schnüre und Knöpfe mir noch eine Stunde lang zu schaffen machen sollten. Sofort merkte ich an seinem Blick und Gruß, daß seine offene, fröhliche Seele von irgendeiner Sorge verdüstert war. Ich fragte ihn scherzend, ob er gestern Nacht gespielt und eine Unsumme verloren habe, ob sein Pferd krank oder seine Liebste ihm untreu geworden sei. Er erwiderte nichts, setzte sich finster auf den Platz, den er für die Zeichnung einnehmen mußte, und schwieg wohl eine Viertelstunde. Dann stand er plötzlich auf und begann in dem kleinen Zimmer auf und ab zu gehen. »Höre«, sagte er, »ich muß von einer Sache mit dir reden, die mir sehr fatal ist. Sage mir aufrichtig, als mein Freund und ehrenhafter Mensch, wie ich dich kenne, wie steht es zwischen dir und Dorett?« Ich fühlte, dass ich bis in die Stirn errötete. Zum Glück saß ich gegen das Fenster gekehrt, und auch ihm fiel es nicht ein, einen prüfenden Blick auf mein Gesicht zu werfen. »Was meinst du?« versetzte ich so unbefangen, wie mein stark pochendes Herz es mir erlaubte. »Wie soll es zwischen mir und deiner Schwester stehen? Du weißt ja selbst, dass wir bisher gute Kameradschaft gehalten haben, soweit das zwischen einer hoffähigen jungen Dame und einem Sohne armer, aber ehrlicher Eltern möglich ist. Seit du dich draußen so rar machst, bin ich auch selten in ihrer Gesellschaft gewesen, und mit dem neuen Jahr wird es wahrscheinlich mit der Goldsohnschaft überhaupt ein Ende nehmen. Wir denken daran, von Berlin wegzuziehen, irgendwohin, wo das Leben billiger ist und ich doch Gelegenheit habe, bei einem Maler in die Lehre zu gehen.
Ich warf das so hin, weil es einmal als ein flüchtiger Plan zwischen mir und der Mutter aufgetaucht war, ohne dass wir ernstlich daran dachten. Es sollte meinen Rückzug aus dem unseligen Verhältnis maskieren. »Wenn es so steht«, sagte er, »so bin ich beruhigt. Denn unter uns, Ludwig, es wäre nicht sofort gegangen.« »Warum nicht?« fragte ich und stand ebenfalls auf. »Was hast du mir vorzuwerfen? Du oder deine Eltern oder deine...« »Oh, nicht das Geringste. Es ist nur natürlich, dass es mit der Zeit so kommen musste. Du warst ja der einzige junge Mensch, den sie zu sehen bekam, und wie sie nun einmal ist, gerade weil du ihr nie die Kür gemacht hast, sondern sie wie ein reifes Frauenzimmer von allerlei ernsthaften Dingen, Sophokles und Konsorten unterhalten hast, das musste am Ende Eindruck auf sie machen. Aber wenn ihr jetzt getrennt werdet, wird bald Gras darüber gewachsen sein. Ich wollte nur wissen, wie es mit dir stünde, ob du nicht etwa selbst angebrannt wärst. In diesem Falle hätte ich dich freundschaftlich warnen müssen. An etwas Ernsthaftes zwischen euch kann ja kein Gedanke sein, zumal, da ich ganz bestimmt weiß, dass die Eltern andere Absichten mit dir haben. Wenn du nun weiterzeichnen willst...« »Verzeih«, sagte ich, ohne zu beachten, dass er sich wieder gesetzt hatte. »Du musst mir nun doch etwas mehr Aufklärungen geben. Wie kommst du überhaupt auf den abenteuerlichen Gedanken, dass deine Schwester auch nur das geringste wärmere Interesse für mich fühle? Mir hat sie immer nur die äußerste Gleichgültigkeit gezeigt, nicht anders, als ob sie einen 60-jährigen Hausfreund sich gegenüber sähe.« machte er, »du kennst sie nicht. Niemand kennt sie, und ich selbst habe mich täuschen lassen von ihrer kaltblütigen Miene. Auch glaube ich nicht, dass sie sich je vergessen wird und, wenn sie wirklich eine Passion für jemanden hätte, sich's merken lassen würde. Aber dass du ihr nicht so gleichgültig bist, wie du meinst, dafür habe ich untrügliche Beweise. Deine Zeichnung von Ödipus und Antigone hat sie sich einrahmen lassen und über ihr Bett gehängt. Den Bleistift, den du neulich bei uns vergessen hast, fand ich auf ihrem Schreibtisch, und als ich vorgestern unerwartet hinauskam und in mein Zimmer trat, finde ich sie ganz vertieft in die Betrachtung deines Daguerreotyps, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Ich machte einen Scherz daraus, bereute es aber gleich, denn ich sah, dass sie totenblass geworden war und nur mühsam Kontenance bewahren konnte. Am Ende ist sie doch auch ein junges Ding aus Fleisch und Blut, und wenn die Sache überhaupt möglich wäre, mir könnte nichts lieber sein, als dich zum Schwager zu haben. Aber du wirst selber einsehen...« »Oh, gewiß«, unterbrach ich ihn. »Es wäre ja eine Tollheit, daran zu denken. Und ich versichere dich, du kannst ganz ruhig sein. Ich habe ihr nie auch nur das leiseste Wort gesagt, aus dem sie hätte entnehmen können. Nein, Jost, sei ganz unbesorgt. Und wenn du dich jetzt noch etwas mehr nach rechts drehen wolltest...« So sprudelte ich heraus und nahm hastig die Arbeit wieder auf, um nur einer weiteren Auseinandersetzung vorzubeugen. War es denn möglich? Ich hatte für Kälte gehalten, was nur mädchenhafter Stolz war, um ihr wahres Gefühl zu verbergen. Was galt es mir jetzt, ob es eine Tollheit war, irgendwelche Hoffnungen zu nähren? Ich fühlte nur eins. Wenn es so war, wie er glaubte, so war kein Abgrund zwischen uns so tief, keine gesellschaftliche Kluft so breit, dass mir nicht hätten Flügel wachsen sollen, mich darüber hinwegzuschwingen. Sie können denken, was aus der Zeichnung wurde. Zum Glück besann sich mein Modell, dass wegen einer Verabredung mit Kameraden die Sitzung abgebrochen werden musste. Wir schüttelten uns die Hände und schieden. Auf Wiedersehen in der Villa am heiligen Abend. Kaum war ich allein, so überließ ich mich dem unsinnigsten Freudentaumel. Lachen und weinen, jauchzen und herumtanzen in meinen engen vier Wänden, wie ein armer Sünder in seinem Gefängnis, dem seine Begnadigung und die nahe Freilassung angekündigt worden ist. Es litt mich auch nicht in dieser Enge. Ich lief zur Mutter und umarmte die gute, ahnungslose Frau so zärtlich wie lange nicht, dass sie mich ganz erschrocken ansah, ob ich etwas süßen Weines voll sei. Ehe sie mich noch ins Gebet nehmen konnte, war ich schon auf der Straße, und erst nachdem ich mich müde gelaufen hatte, konnte ich es über mich gewinnen, die Lage vernünftiger ins Auge zu fassen. Das eine stand mir über allen Zweifel fest. Ich konnte nun nicht dies Haus meiden, ehe ich unumstößliche Gewissheit erlangt hatte, ob ich wirklich das Herz dieses Mädchens besaß. War das der Fall, so gehörte mein ganzes Leben ihr, so musste ich alles daran setzen, sie mir zu erringen. Und warum sollte es eine Tollheit sein? Hatte ich nicht die sichere Gewissheit, in mir ein Künstler zu sein, dessen Talent sich bahnbrechen, in kürzerer Zeit ihn unabhängig machen müsse, als es in jedem anderen Beruf der Fall gewesen wäre?
Und wenn sie eine junge Baronesse war, galt nicht auch das Genie für einen Adelsbrief und führte zu den obersten Stufen des Lebens hinan, zu der Menschheit Höhen nach dem tröstlichen Dichterwort? Vielleicht wären die Eltern nicht gleich einverstanden. Jost hatte so eine Andeutung gemacht, aber kannte ich nicht den festen Willen meiner Geliebten und durfte vertrauen, dass sie sich durch keine Einschüchterungen irremachen ließ, ihrem Herzen zu folgen? Ich will Sie nicht langweilen, lieber Freund, mit alledem, was ich in jenen 3 Tagen anfing, um meine Ungeduld zu beschwichtigen. Genug, obwohl die Mutter mir wehmütig nachblickte, als ich ihr sagte, ich würde den heiligen Abend nicht bei ihr zubringen können, machte ich mich in überschwänglicher Wonne auf den Weg und tröstete mich damit, wie glücklich auch die liebevolle Mutterseele sein würde, wenn sie hinterher erführe, welch ein Glücksstern an diesem Abend ihrem Liebling aufgegangen sei. Unterm Arm trug ich ein Paket, worin die 4 Porträts eingewickelt waren, sämtlich in geschmackvollen flachen Rähmchen von gepresstem Papier. In der Tasche aber hatte ich noch ein heimliches Angebinde, einen kleinen goldenen Ring mit einem blauen Türkis, für den ich meine letzten dürftigen Sparpfennige hingegeben hatte. Alle Augenblicke fühlte ich danach, ob er auch noch vorhanden sei. Und dann dachte ich an alles, was ich sagen wollte, wenn ich ihn herausholte, und was sie wohl antworten würde, und so scharf der Wind mir entgegenblies, so heiß war's mir unterm Hut und so frühlingswarm im Herzen, daß ich laut vor mich hinsang und von den wenigen Vorübergehenden auf dem langen, dunklen Weg wahrscheinlich für einen liederlichen Burschen gehalten wurde, der ein ansehnliches Geldgeschenk zu Weihnachten bereits so früh am heiligen Abend in einer Kneipe durchgebracht hatte. Als ich draußen ankam, war es etwa 5 Uhr. Am Himmel zogen schwere, bleigraue Schneewolken hin. Nur die beschneiten Büsche und Bäume verbreiteten ein bleiches Zwielicht, denn die Laterne auf der Chaussee vor der Villa hatte der Wind ausgeweht. Ich fand im Hausflur den alten Diener, der mich meine Bescherung übergab. Es sollte, da er allein Zutritt zu der Weihnachtsstube hatte, die Bilder, die durch Inschriften bezeichnet waren, auf ihre Plätze legen. Der Herr Baron sei in die Stadt gefahren, einen Gast abzuholen, die Frau Baronin noch mit dem Aufbau beschäftigt. Die jungen Herrschaften würde ich im Park beim Weiher finden, da sie noch Schlittschuh liefen. Ich betrat mit klopfendem Herzen die wohlbekannten Wege. Wie oft war ich hier in hoffnungslosen Gedanken neben ihr gegangen, und heute, auch dass ich den Bruder bei ihr treffen sollte, machte mich in meinem Vorsatz nicht wankend. Was ich ihr zu sagen hatte, konnte, sollte ja alle Welt erfahren. Ich fühlte mir Mut, mitten in einem großen, dicht gedrängten Saal vor sie hinzutreten und ihr mein Herz zu Füßen zu legen, nicht verzagter und zögernder, als man einer Tänzerin ein Cotillonsträußchen darbringt. Aber sie war allein. Schon von Weitem durch die entlaubten Zweige sah ich sie auf einem Bänkchen unter der kahlen Blutbuche sitzen, in ihrer pelzverbrämten Jacke und dem polnischen Mützchen. Sie schien nichts zu spüren von der eisigen Luft und dem schauerlichen Wind, der in den starren Binsen am Ufer rauschte. So tief war sie in ihre Gedanken versunken, dass sie meinen Schritt überhörte und erst in die Höhe fuhr, als ich dicht herangekommen war und »Guten Abend, Fräulein Dorette«, sagte. »Sie sind es«, sagte sie und ließ gleich wieder die Augen senken. »Just ist eben hinaufgegangen. Er hat sich müde gelaufen. Auch ich, die Bahn ist verdorben durch die vielen welken Blätter. Aber wenn Sie es versuchen wollen?« Ich schüttelte den Kopf. Das Herz schlug mir bis zum Halse hinauf. Stillschweigend setzte ich mich neben sie, sagte mühsam ein paar Worte über das Wetter, das umzuschlagen Miene mache. Dann schwiegen wir beide. Der Schnee gab gerade so viel Licht, dass ich ihr Gesicht sehen konnte, auf dem eine unsägliche Traurigkeit lag. Sie hielt die Schlittschuhe im Schoß. Ihre Glieder durchfuhr es zuweilen wie ein Krampf, daß die Eisen leise gegeneinander klirrten. »Liebe Dorette«, sagte ich endlich, »Ihnen ist nicht wohl. Sie sind nicht so froh, wie selbst große Kinder am heiligen Abend zu sein pflegen. Was sitzen Sie hier in der bösen Schneeluft? Kommen Sie ins Haus hinein, Sie werden sich erkälten.« Sie regte sich nicht, als hätte sie nicht gehört, was ich so nah an ihrem Ohr gesagt hatte. Stumm und starr blickte sie auf den zerstampften grauen Schnee zu ihren Füßen nieder. Da sah ich, wie 2 große, schwere Tropfen aus ihren schwarzen Wimpern vordrangen und langsam über ihr weißes Gesicht rollten. »Liebe teure Dorette«, rief ich, »Sie leiden, Sie haben einen großen Kummer. Oh, wenn ich Ihnen helfen könnte, ich gäbe mein Leben darum.«
Wollen Sie sich mir nicht anvertrauen? Wissen Sie nicht, dass Sie keinen besseren, zuverlässigeren Freund haben als mich?« Sie machte eine Bewegung, wie wenn sie aufstehen wollte, aber ihre Glieder waren wie gelähmt. »Ich bitte«, hauchte sie, »kümmern Sie sich nicht um mich. Sie meinen das gewiss gut, aber helfen können Sie mir nicht. Niemand kann mir helfen. Gehen Sie, lassen Sie mich hier, es ist besser so. Ich werde mich schon zurechtfinden.« Aber indem sie dies sagte, brach ihr die Stimme. Ein Strom von heißen Tränen stürzte ihr aus den Augen. Die Schlittschuhe glitten ihr von den Knien, und beide Hände vors Gesicht drückend, schluchzte sie fassungslos auf in so herzerbrechendem Jammer wie ein Kind, das sich in einem wilden Walde verirrt hat und auf der Stelle sterben zu müssen meint. Da hielt ich nicht länger an mich. Ich schlang den Arm um ihre Schulter, und selbst der Tränen mich kaum erwehrend, raunte ich ihr in ausbrechender Leidenschaft alles zu, was ich tausendmal in Gedanken an sie hingeredet hatte. All meine Liebe und Qual und das, was sie auch an verschwiegenem Kummer zu tragen hätte, ihre Schmerzen mit meinen sich nicht messen könnten, wenn ich auf jede Hoffnung verzichten müsste. Ich hatte sie während dieses stürmischen Bekenntnisses nicht anzusehen gewagt. Ich fühlte nur, dass das Zucken ihres jungen Leibes sich beruhigte und ihre Hände wieder herabsanken. Als ich endlich schwieg und in banger Spannung sie anblickte, sah ich, dass sie mit einem seltsamen ekstatischen Ausdruck die Augen weit geöffnet hatte, aus denen keine Tränen mehr vordrangen, während ihre Wangen wie gebadet schimmerten. »Ist das alles wahr? Sagen Sie das nicht bloß, um mich zu trösten?« hauchte sie. Ich wiederholte jetzt, nur feuriger und freudiger, was ich soeben halt beklommen mir von der Seele gewälzt hatte. Da wandte sie sich plötzlich zu mir um, sah mir voll ins Gesicht und reichte mir die Hand. »Ich danke Ihnen, Ludwig«, sagte sie. »Ich glaube Ihnen alles. Ich weiß, Sie können nicht lügen. Auch ich kann es nicht. Und wenn ich auch meinen Mund bezwinge, dass er nicht verrät, wie ich fühle, meine Augen kann ich nicht beherrschen. Haben Sie nicht längst darin gelesen, dass ich Ihnen gut bin? Ich schämte mich manchmal, wenn ich dachte, Sie müssten es mir angesehen haben, und ich wusste doch nicht, wie Sie zu mir gesinnt waren. Schon seit lange trage ich es in mir. Es tut mir so wohl, dass ich es endlich frei heraussagen darf. Oh, ich war so unglücklich, und nun dieses große, große Glück. Ist es denn möglich?« Ein Schauer überlief sie wieder. Sie zog ihre Hand zurück und schloss die Augen. Ihr Kopf lag an meinem Arm, ihre Lippen waren halb geöffnet und atmeten durstig die feuchte Nachtluft ein. Warum konnte ich mir nicht ein Herz fassen, meine Lippen auf diesen Mund zu drücken, den ich in meinen verwegenen Träumen so oft geküsst hatte? Nicht einmal das Du wollte mir über die Lippen. Ich drückte sie nur fester an mich. Sie litt es eine Weile und schmiegte sich an meine Schulter, während ihre Brust noch immer dann und wann von einem Nachzittern des heftigen Weinens erschüttert wurde. Dann machte sie sich sanft von mir los und richtete sich auf dem Bänkchen gerade in die Höhe. »Wir müssen uns fassen, Ludwig«, sagte sie. »Wir haben nicht viel Zeit, uns auszusprechen. Mein Gott, wenn ich das gedacht hätte, wie ich hier so trostlos saß und glaubte, ich sei das unglücklichste Wesen auf der Welt, mir wäre wohler, ich läge da unten im Weiher unter dem dunklen Eis. Jetzt, es ist zwar alles, wie es war, aber ich weiß doch, dass ich einen Freund habe, der mich nicht verlassen wird, bei dem ich Hilfe und Schutz finden kann, wenn ich allein mir nicht mehr zu helfen weiß. Das ist doch Ihr Wille, Ludwig. Sie werden mir doch beistehen in meinem Unglück.« »Muss ich Ihnen das noch beteuern, geliebte Dorette?« rief ich. »Wenn es nur Ihnen so ernst damit ist wie mir, dass uns nichts trennen soll, aber Sie sprechen nur von einem Freunde, soll ich Ihnen nicht mehr sein, nicht alles, was ein Mann einem Weibe sein kann? Wollen Sie nicht meine Frau werden?« »Ich werde keinem anderen Mann meine Hand reichen«, erwiderte sie mit so bestimmtem Ton, wie wenn sie das Ja vor dem Altar ausspräche. »Man will mich mit einem anderen verheiraten. Die Mama hat es mir heute deutlich zu verstehen gegeben und gelächelt, als ich antwortete, ich würde nie die Frau eines Mannes werden, den ich nicht liebte. Sie denkt, sie bringe mich doch noch zu ihrem Willen. Aber sie kennt mich nicht. Oh, Ludwig, wenn ich Ihnen alles sagen dürfte. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit jemandem verheiratet zu sein, den man nicht recht von Herzen liebt. Nur das kann ich Ihnen sagen. Auch mein guter Papa wird nicht so geliebt, wie er es verdient. Daher ist alles Urteil gekommen. Nein, das will ich nie erleben.
Wenn ich nicht wüsste, dass ich nie einen Menschen lieber haben werde als Sie, würde ich Ihr Geständnis nicht erwidert haben. Es wird noch einen Kampf kosten. Auch der Papa, der mich so lieb hat, wird gegen uns sein. Er tut immer, was die Mama will, wenn es ihn auch zuweilen hart ankommt. Selbst wenn ich ihm sage, dass es das Unglück meines Lebens sein würde, wird er mich nur beklagen, aber nicht den Mut haben, mich offen zu beschützen. Aber das alles kann mich nicht irre machen. Ich habe Ihnen mein Herz und meine Treue gelobt. Daran ist nichts zu rütteln und zu rühren, wenn Sie nur festbleiben. Ich ergoss mich in glühenden Beteuerungen meines Mutes, meiner Sündhaftigkeit. Ich sagte ihr, dass ich schon in wenigen Jahren so weit zu sein hoffte, um meinen eigenen Herd gründen zu können. Ich fürchtete nur, mein bescheidenes Los möchte ihr allzu dürftig erscheinen, um es mit mir zu teilen. Sie schüttelte den Kopf. Ich weiß, dass Reichtum nicht glücklich macht. Und ich bin jung, das sind Sie ja auch. Wir können warten, wenn nur beide das Ziel fest im Auge behalten. Ihre liebe Mutter war auch glücklich, obwohl sie oft mit Sorgen zu kämpfen hatte. Und wenn meine Eltern sehen, wie ernst es uns ist? In diesem Augenblick hörten wir die Stimme der Kammerjungfer, die nach dem Fräulein rief. Sie zog ruhig die Hand zurück, die wieder in der meinigen gelegen hatte, stand auf und erwiderte laut, »Ich komme!« Dann zu mir gewendet, »Ich muss zur Mutter. Ich glaube, sie hat keine Ahnung und wird mir eine Szene machen, wenn ich es ihr sage. Das ist nun nicht zu ändern. Gleich jetzt muss sie es erfahren, damit sie sich selbst und dem, den sie heute erwartet, keine falschen Hoffnungen macht. Es ist ein Baron Z. und seine Güter grenzen an die unseren. Ich kenne ihn von klein auf und habe ihn immer gehasst, da er mich noch wie ein Spielzeug behandelte, als ich schon ein großes Mädchen war. Und noch etwas ist's, weshalb ich ihn hassen muss. Das aber kann ich nicht sagen. Und nun kommt er und denkt, er brauche die Hand nur nach mir auszustrecken, so könne er mich haben und sein Leben lang mit mir spielen. Aber er soll sehen, dass ich ein freies Geschöpf bin. Keine Sache. Wir schritten nebeneinander hin, ohne uns an der Hand zu halten. Die Kammerjungfer hatte uns erwartet. Sie war mir sehr gewogen, und wir konnten ihrer Verschwiegenheit sicher sein. Aber wie bei dieser ganzen wundersamen Verlobung hatten wir auch jetzt kaum je einen Gedanken an eine zärtliche Berührung. »Wissen Sie, was die Mama mir gedroht hat?« fuhr sie fort. »Ich werde Hofdame bei einer alten Fürstin werden müssen, wenn ich eigensinnig genug wäre, mich gegen eine so vorteilhafte Partie zu sträuben. Sie ahnen nicht, was das bedeutet. Und die alte Fürstin ist eine allgemein beliebte, ehrwürdige Dame. Viele würden mich beneiden, wenn ich in ihre Nähe käme. Aber ich kann nicht vergessen, was mir einmal ein liebenswürdiges Hoffreundin gesagt hat, als ich noch sehr jung war und die schönen Kleider bewunderte, die ihr die Fürstin geschenkt hatte. Das ist wie das silberbeschlagene Geschirr, mit dem man die Pferde bei Hofe rausputzt. Glauben Sie, liebes Kind, gleich nach den Hofpferden, die einen anstrengenden Dienst haben und immer im Karree laufen müssen, kommen die Hofdamen. Nein, Ludwig, lieber in einer Hütte leben und frei sein, als an einem Hofe glänzen und sich selbst nicht angehören. Das werde ich den Eltern gerade heraus erklären. Und sie werden ihnen auch noch heute Abend sagen, was wir miteinander abgeredet haben. Mag dann kommen, was kommen will. Wir brauchen uns unserer Liebe und Treue vor niemand zu schämen. Sie nickte mir, da wir das Haus betraten, noch einmal mit einem lieblich ernsten Lächeln zu und ging dann in das Wohnzimmer, wo die Mutter, wie Fanny gesagt hatte, sie erwartete. Ich stieg in der wunderlichsten Verfassung die Treppe hinauf zu dem oberen Stock, wo Freund Jost sein Zimmer hatte. In die selige Gewissheit, dass sie mein war, mischte sich ein banges Gefühl. So hatte ich es nicht gemeint, dass wir gleich heute, wenn wir unter uns zweien einig geworden wären, vor die Familie hintreten und uns als ein Brautpaar erklären sollten. Und trotz all meines Selbstgefühls kam ich mir in der Rolle eines Verlobten der Tochter dieses Hauses doch ein wenig fragwürdig vor. Ich hatte gedacht, die nächsten Jahre in aller Stille mein Glück zu genießen und erst mit meiner Werbung hervorzutreten, wenn ich irgendeinen nennenswerten Erfolg aufzuweisen gehabt hätte. Aber wie sollte ich es übers Herz bringen, meiner so entschlossenen, furchtlosen Geliebten gegenüber zaghafter und vorsichtiger zu erscheinen als sie, die so viel jüngere? Den Bruder ins Vertrauen zu ziehen, fiel mir nicht ein. Nach dem, was ich vor einigen Tagen von ihm gehört hatte, konnte ich nicht hoffen, an ihm einen Bundesgenossen zu haben. Ich fand ihn oben in dem niederen, aber sehr großen Zimmer neben dem seinigen, das so manches Mal mich beherbergt hatte. Es war heute festlich beleuchtet durch zwei große Lampen,
das Bett frisch überzogen, aber statt der wollenen Decke, unter der ich zu schlafen pflegte, mit einer grünen seidenen versehen. »Wir erwarten heute noch Baron Z.«, sagte Jost, indem er fortfuhr, allerlei im Zimmer zu ordnen, ein Kistchen Zigarren auf den Tisch zu stellen und den Ofen zu schüren. »Ich habe dir wohl schon von ihm erzählt. Ein Gutsnachbar von uns, ein famoser Jäger und Reiter und ein sehr gemächlicher Kamerad, obwohl ein Dutzend Jahre älter ist als ich. Ich denke, er bleibt über die Feiertage bei uns. Wenn du, wie ich hoffe, heute nicht mehr in die Stadt zurückkehrst, musst du schon so gut sein, für diesmal mit einem Lager auf meinem Schlafsofa vorlieb zu nehmen. Du wirst es nicht bereuen, altes Haus. Ich brauche uns hernach einen exzellenten Grog, und wir machen vielleicht noch ein Spielchen oder schwatzen, bis uns die Augen zufallen.« Ich hatte keine Zeit, etwas zu erwidern, denn schon trat der Bediente ins Zimmer mit der Botschaft, die Frau Baronin lasse mich bitten, einen Augenblick zu ihr hinunterzukommen. Als ich in das kleine Boudoir trat, in welchem mich der Goldmama so oft stundenlang unter vier Augen Gesellschaft geleistet, wenn sie unwohl war, ihr meine Gedichte vorgelesen oder Piquet mit ihr gespielt hatte, stand sie vor einem altertümlichen Schreibsekretär mit dem runden Verschluss, von dessen oberen Bord das große, mit Rosen bemalte Potpourri-Gefäß herabsah, während eine Lampe mit breitem rosa Schirm eine sanfte Dämmerung über die seidenen Möbel und das kleine Sofa in der Ecke verbreitete. Ich hatte ein streng blickendes Gesicht erwartet. Stattdessen ging sie mir mit ihrem holdseligsten Lächeln entgegen, nickte mir heiter zu, dass die Bänder ihres Häubchens auf ihren runden Schultern tanzten, und hob nur, wie schalkhaft drohend, den kleinen weißen Zeigefinger, als ich mich in wortloser Befangenheit vor ihr verbeugte. »Was fangen Sie für abenteuerliche Geschichten an, teurer Goldsohn?« sagte sie ganz gleichmütig. »Der Retter hat mir alles gebeichtet. Wenn ich nicht wüsste, dass Sie ein Poet sind, lieber Ludwig, und meine Tochter eine überspannte kleine Person, würde ich ordentlich erschrocken sein. Kommen Sie!« »Setzen Sie sich zu mir und lassen Sie uns vernünftig miteinander plaudern, wie es zu einer prosaischen Goldmama von Herzen kommt, wenn Ihre großen Kinder ein bisschen Schelte verdient haben.« Ich blieb ruhig stehen. Dass sie aus dem, was mir und meiner Geliebten heilige Ernst war, eine Kinderei machen wollte, empörte mich im tiefsten Herzen und gab mir plötzlich meine ganze Kaltblütigkeit wieder. »Verzeihen Sie, Frau Baronin«, sagte ich. Es war Unrecht von mir, dass ich Ihrer Tochter nicht zuvorkam und Ihnen selbst das Geständnis machte. Sie mussten es natürlich zuerst erfahren und von mir. Ich bitte Sie aber zu glauben, dass meine Gefühle für Ihre Tochter mehr sind als eine poetische Anwandlung, dass es mein tiefster Ernst ist, was ich hier gestanden habe, und dass mein ganzes Leben dafür zeugen wird. Wenn es zu kühn war, zu hoffen, sie würde meine Neigung erwidern. Aber, liebster Ludwig, unterbrach sie mich noch immer mit demselben rosigen Lächeln. Darum handelt es sich ja gar nicht. Dass ihr jungen Kinder einander gern habt, ist ja nur zu natürlich. Dorette kennt kaum einen anderen jungen Mann als den Freund ihres Bruders, und unser Goldsohn hat ja auch noch ein jungfräuliches Herz, und darum gerade ist er mir so teuer geworden. Glauben Sie denn, wenn Sie mir in Versen von einer hoffnungsvollen ersten Liebe vorgeschwärmt haben, ich hätte nicht erraten, wem diese unschuldigen Flammen galten? Ich habe nichts dazu gesagt, weil die Verse viel zu hübsch waren, um daran eine philisterhafte Kritik zu üben, und wenn das alles nur im Reich der Träume bleibt, ist es ja auch sehr unschädlich und kann den jungen Dichter davor bewahren, allerlei viel gefährlicheren Verführungen zu erliegen. Aber Sie haben zu viel Verstand, lieber Freund, um nicht einzusehen, dass zwischen Ihrer Poesie und der Prosa des Lebens eine hohe Mauer aufgerichtet ist, die Ihre Flammen nicht überspringen dürfen. »Und darum wollen wir, was heute vorgefallen, unter uns lassen, nicht wahr? Und mein Goldsohn wird mir versprechen, dass er in Zukunft seine poetische Fantasie im Zaum halten werde, damit sie ihm nicht wieder solche törichten Streiche spiele.« Sie hielt mir beide Hände hin und erwartete offenbar, dass ich sie reuig ergreifen und ein feierliches Gelübde, mich bessern zu wollen, ablegen würde. Ich sah aber finster zu Boden. »Haben Sie Ihrer Tochter dasselbe gesagt, Frau Baronin? Und was hat sie Ihnen geantwortet?« »Dorette«, versetzte sie mit einem Seufzer, »Sie kennen ja das wunderliche Kind. Sie ist so verschlossen, nicht einmal die eigene Mutter hat den Schlüssel zu ihrem eigensinnigen Herzen. Aber sie wird sich fügen müssen, wenn Sie mit gutem Beispiel vorangehen, und das werden Sie Ihrer guten alten Goldmama, die Ihnen so zärtlich zugetan ist, nicht verweigern. Sehen Sie mich an, Ludwig, und gestehen Sie, dass Sie, obwohl Sie schon ein so großer Mensch sind, doch noch einen rechten Pagenstreich begangen haben.« Da ermannte ich mich und sah ihr fest ins Gesicht.
Frau Baronin, sagte ich, ich müsste mich selbst verachten und verdiente auch Ihren und Ihres Herrn Gemahl unversöhnlichen Zorn, wenn ich in dieser Lebensfrage wie ein leichtfertiger Knabe gehandelt hätte. Niemals habe ich mich ernstlicher geprüft, als da ich mich entschloss, Ihrer Tochter endlich zu gestehen, was seit Jahr und Tag so unerschütterlich fest in mir steht, wie der Glaube an irgendetwas Hohes und Heiliges. Es ist nicht gütig von Ihnen, dass Sie mich eines Knabenstreiches fähig halten, wo es Wohl und Weh eines Ihrer Angehörigen betrifft. Sie mögen sonst davon denken, wie Sie wollen. Wenn ich es denn ausdrücklich beteuern soll, ich kann mir kein anderes Lebensglück denken als an der Seite Ihrer Tochter. Und da Sie noch immer ungläubig dazu lächeln, werde ich, sobald der Herr Baron zurückkehrt, ihn um eine Unterredung bitten und ihm offen und ehrlich meine Bitte vortragen, sobald ich in der Lage sein werde, eine Frau ernähren zu können, um die Hand seiner Tochter bei ihm anhalten zu dürfen. Es war eine Weile still in dem Gemach. Ich konnte deutlich hören, dass die kleine Frau mir gegenüber mühsam atmete, wie jemand, der den Ausbruch einer heftigen Erregung zurückzudrängen sucht. Auch ihr Gesicht hatte sich verändert. Das verbindliche Lächeln war einer kalten, fast feindseligen Miene gewichen. »Wenn Sie in diesem Tone sprechen«, sagte sie endlich leise, »so muss ich Ihnen leider erklären, dass es Ihnen nicht wohl ansteht für eine Freundschaft, die Sie in diesem Hause genossen haben, sich auf solche Weise erkenntlich zu zeigen. Zu Ihrer Entschuldigung will ich glauben, dass Ihre Unkenntnis der Welt und Ihr lebhaftes Naturell Sie verblendet und fortgerissen haben. An der Sache selbst wird dadurch nichts geändert, und Sie täuschen sich sehr, wenn Sie glauben, von meinem Mann einen anderen Bescheid zu erhalten als von mir. Sie sind ein talentvoller junger Mensch ohne Vermögen, Namen, Aussichten und werden es vielleicht, wenn Sie Glück haben, in 10 Jahren zu einer geachteten bürgerlichen Stellung gebracht haben. Hielten wir schon so weit, so würde ich wahrscheinlich alle anderen Rücksichten beiseite setzen und, falls ich mich überzeugte, dass es auch bei meinem Kinde mehr als eine flüchtige Fantasie des Herzens wäre, meine Einwilligung nicht versagen. Mein Mann aber, wie ich ihn kenne, würde dann auch wohl nicht vergessen, was er seinem alten Hause schuldig zu sein glaubt, und nimmermehr seine Zustimmung geben, dass seine einzige Tochter die Gattin des Malers Ludwig R. würde. Sie sehen daher, dass Sie das Übel nur Ärger machen würden, wenn Sie ihm als Weihnachtsgeschenk Ihr Geständnis entgegenbrächten. »Ich werde dennoch tun, was ich für meine Pflicht halte«, sagte ich trotzig und wandte mich nach der Tür, um der Versuchung zu entgehen, all das Bittere herauszusagen, was mir auf der Zunge lag. Da hörte ich sie erwidern, mit einer so bösen, schneidenden Stimme, wie ich sie noch nie von ihr vernommen, und mit einem so völlig verwandelten Ausdruck des Gesichtes, dass ich in diesem Augenblick begriff, warum ihre Tochter kein Herz zu dieser Frau fassen konnte. »Das werden Sie nicht tun, Ludwig. Ich verbiete es Ihnen und habe wohl noch so viel Autorität, dass Sie mir gehorchen werden. Ich selbst werde mit meinem Mann reden und seine Antwort Ihnen schriftlich mitteilen.« Ich hatte mich darauf gefreut, den heutigen Abend mit meinen 3 großen Kindern traulich zu verleben. Die Freude haben Sie mir nun verdorben. Ihnen selbst, so unzurechnungsfähig, wie Sie in diesem Augenblicke sind, wird es einleuchten, dass Ihre Gegenwart für heute niemand, selbst Ihrer Mitschuldigen, nicht erwünscht sein kann. Aber auch für die nächsten Tage möchte ich bitten, dass Sie sich fernhalten und erwarten, welche Botschaft Ihnen zukommen werde. Wenn ich nicht zurückdächte an alle herzlichen Beziehungen, die seit so lange Sie mit uns verbunden haben, würde ich auf die Hoffnung, Sie wiederzusehen, überhaupt verzichten. Aber Sie sind jung und ich bin großmütig. Nur das eine fordere ich von Ihnen, dass Sie heute keinen Versuch mehr machen, das törichte Kind zu sprechen und in seiner Halsstarrigkeit zu bestärken. Versprechen Sie mir das, Ludwig. Es wäre sonst für immer zwischen uns aus und zu Ende. Sie hatte die letzten Worte minder heftig an mich hingeredet und streckte mir jetzt noch einmal die Hand entgegen. Ich schlug aber wieder nicht ein. »Ich verspreche es, Frau Baronin«, sagte ich kalt, verneigte mich und ging aus dem Zimmer. Draußen im Flur schwankte ich an dem Bedienten vorbei, der mir zuflüsterte, er habe die Bilder bereits auf dem Weihnachtstisch untergebracht, und Hut und Mantel vom Haken reißend, stürmte ich in die Nacht hinaus. So also hatte der Tag geendet, der meine liebsten, kühnsten Hoffnungen erfüllen sollte. Nicht, dass ich mich in dem törichten Wahn gewiegt hätte, man werde mich sogleich mit offenen Armen als einen erwünschten Schwiegersohn ans Herz drücken. Eine Bedenkzeit für die Eltern, eine Probezeit für uns, hatte ich sicher erwartet. Dass aber diese Frau, die mich wie eine zweite Mutter zu lieben 1000-mal versichert hatte, kein Wort des Verstehens, des Vertröstens für mich über die Lippen brachte, den schweren Ernst meines ehrlichen Herzens so geflissentlich verkannte und zu einer kindischen Tändelei machen wollte, was mich im tiefsten durchglühte,
Das öffnete mir auf einmal die Augen über den sittlichen Unwert dieser glatten, lächelnden, herzlosen, vornehmen Dame, der ich zum Schoßpoeten, zum jugendlichen Anbeter gerade gut genug gewesen war und die mir in dem Augenblick, wo ich ein Menschenherz von ihr verlangte, eine kalte, steinerne Larve gezeigt hatte. Aber auch gegen mich selbst wütete ich. Über meine eigene Schwachherzigkeit und gute, dumme Einfalt war ich empört, dass ich mir jenes Versprechen hatte ablisten lassen, statt auf Biegen oder Brechen heute noch vor den Freiherren hinzutreten, heute noch mich mit meiner Geliebten zu verständigen, wie wir uns betragen wollten, um jeden Widerstand die Stirn zu bieten. Ich fühlte nach dem Ring in meiner Tasche, den ich nun wieder heimtrug, da ich zu feige gewesen war, ihn meiner Braut öffentlich an den Finger zu stecken. Mir war es, als wäre das kleine Reifchen glühend geworden und verbrennte mir die Fingerspitzen. Was mußte sie von mir denken, da ich mich hatte aus dem Haus treiben lassen wie ein böser Bube, der sich ungebeten in das Fest hatte einschleichen wollen? Und Jost und der unbekannte Zukünftige, der erwartet wurde und meine Zeichnungen sehen und ohne Zweifel unter vier Augen hören würde, was der dreiste Akademieschüler sich erfrecht und wofür er den Laufpass erhalten habe? Das alles brannte, wogte, tobte in meinem Gehirn. Ich stürzte die dunkle Straße entlang, wie von bösen Geistern gejagt, ratlos, was ich beginnen, wie ich der brennenden Schmach nur die geringste Linderung schaffen sollte. Auf einmal hörte ich einen Wagen heranrollen, und wie ich aufsah, erblickte ich beim Licht einer rötlich flackernden Chausseelaterne die wohlbekannte Kalesche des Freiherrn und im Front neben ihm, aus dem grauen Jagdpelz auftauchend, einen Fremden, dessen Anblick mir einen Stich durchs Herz gab. Ein breites, stark gerötetes Gesicht, dem die junkerliche Brutalität aus jedem Zuge vorbrach, starke dunkle Brauen, eine nicht geringe Nase, und wie er im Vorbeifahren lachte, dass ihm die großen weißen Zähne unter dem in zwei Spitzen gedrehten Bart blitzten. Das war so der, dem sie geopfert werden sollte, weil es eine standesgemäße Partie war, während der Proletariersohn, dem man aus einem ganz ungefährlichen, ganz unmöglichen, sonderbaren Schwärme so lange im Haus geduldet hatte, nun das Ernstvolle seinen Abschied bekam. Ich war wie angewurzelt stehen geblieben und hatte dem vorübersausenden Wagen nachgestarrt. Es hatte zu schneien begonnen, die Flocken fielen dicht und weich auf mich herab. Wenn eine Schneelawine mich hier auf der Stelle verschüttet und begraben hätte, wäre ich hier sehr dankbar gewesen. Doch rüttelte ich mich endlich auf und schritt langsam meines Weges weiter. Eine Betäubung war über mich gekommen, dass ich völlig gedankenlos in das weiße Wirbeln und Wehen vor meinen Augen blickte und mit einer Art Wollust beobachtete, wie mein Herz mehr und mehr erkaltete und Reue und Zorn, Scham und Gram nach und nach einer tiefen Lebensmüdigkeit unterlagen. Ich schritt durch die hellen Straßen, in denen das weihnachtliche Gewühl mich umgab, wie ein Nachtwandler oder ein armes Gespenst, das sich wieder in die Oberwelt verirrt hat. Nach Hause zu kommen, meiner Mutter gegenüberzutreten, die mich nicht erwartete, fühlte ich einen starken Widerwillen. Aber die Erschöpfung meiner Glieder war zu groß nach all den Aufregungen, als dass ich das Herumirren in den nasskalten Straßen lange ausgehalten hätte. Ehe ich es mich versah, hatte ich unser Haus erreicht und mich wie ein Schwerkranker die drei steilen Treppen hinaufgeschleppt. In unserem Wohnzimmer, wo das bescheidene Weihnachtsbäumchen stand, das morgen für mich Abtrünnigen noch einmal angezündet werden sollte, fand ich nur meine gute Mutter. Der Bruder war nach der häuslichen Bescherung noch zu einer befreundeten Familie gegangen, deren Haupt sein Pate war und ihn wenigstens auf eine Stunde unter den Seinigen sehen wollte. Ich hatte mir eine recht wahrscheinliche Geschichte ausgedacht, weshalb ich nun doch nicht in der Villa geblieben war. Aber das Mutterauge ließ sich nicht täuschen. Und ehe ich noch Zeit gehabt hatte, mein Märchen vorzutragen, hatte sie mir schon auf den Kopf zugesagt, dass ich etwas sehr Bitteres erlebt haben müsse, und mit ihren ängstlichen Bitten und Fragen mir das ganze klägliche Geheimnis abgelockt. Ich sehe uns noch, wie wir neben dem Tannenbäumchen und den kleinen Geschenken, die ich erst morgen in Empfang nehmen sollte, einander gegenüber saßen. Ich in verbissenem Ingrimm, nachdem ich mit den stärksten Ausdrücken meinem Herzen Luft gemacht hatte, sie mit ihren lieben, sanften, vergrämten Augen an meinen hängend, während sie mir verstohlen die geballte Faust streichelte, die ich auf dem Knie liegen hatte. Ja,
Sie hatte ein Mutterherz, echter und unschätzbarer als jenes vergoldete, und ich fühlte, wie die Wärme aus diesem Herzen zu mir hinströmte und das Eis um meine Brust auftaute, dass ich, ermattet von allem Wüten und Toben, nach und nach in eine weiche Wehmut verfiel und endlich in Tränen ausbrach. Sie rückte eilig ihren Stuhl neben den meinen und schlang den Arm um mich, und obwohl ich mich schämte, dass ich mich so kindisch gebärdete, taten mir meine Tränen und ihr liebevolles Streicheln doch wohl. Leider aber, in der besten Meinung, mir zu Hilfe zu kommen, verdarb sie es plötzlich wieder, indem sie mich schüchtern zu überzeugen versuchte, so schmerzlich diese Erfahrung sei, so sei es doch eine wohltätige Fügung, dass ich sie schon jetzt und nicht erst später gemacht, ehe ich noch mehr von meinem Herzblut an diesen trügerischen Traum verschwendet hätte. Ich entzog mich ungebärdig ihrem Arm und fuhr in die Höhe. Ich wusste ja, dass sie gegen die Freifrau eine heimliche Abneigung gehegt hatte, aber wie sie daran zweifeln konnte, dass die Tochter mich glücklich machen würde, begriff ich nicht, da ich immer nur das Freundlichste über meine Geliebte von ihr gehört hatte, seit sie einmal den Besuch der beiden Damen erhalten und erwidert hatte. Ich starrte sie erschrocken an, wenn ich auch von ihr nicht verstanden wurde. Aber sie hielt den Blick tapfer aus. Sie sagte, dass sie einmal im Zuge war, alles heraus, was sie seit Monaten, da sie meine wachsende Neigung mit banger Sorge beobachtet hatte, schon so manches Mal auf der Zunge gehabt hatte. Nicht wie eine knabenhafte Torheit behandelte sie die Sache, sondern gerade, weil sie den vollen Ernst meiner leidenschaftlichen Seelen kannte, war es ihr nun bei allem Mitempfinden meines Schmerzes eine Beruhigung, dass mir die Augen geöffnet worden waren, dass ich wusste, ich hätte diesen Menschen zu viel von meiner eigenen hochherzigen Gesinnung geliehen und die Schranke zwischen uns werde niemals eingerissen werden. Ich hörte ihr zu, ohne ein einziges Wort zu erwidern. Jeder Dritte hätte ihr das Zeugnis geben müssen, dass alles, was sie vorbrachte, die reinste Vernunft und von gütigsten Herzen in die sanfteste Form gekleidet war. Ich aber hörte aus allem nur heraus, dass auch sie es beklagen würde, wenn noch irgendeine Hoffnung bliebe, meine Geliebte zu gewinnen, und mein törichtes, verliebtes Herz verstockte sich auch gegen die treueste Mutterliebe. »Es ist gut«, sagte ich, dass sie endlich mit ihren Bitten und Ermahnungen, den Kopf oben zu behalten, zum Schluss gekommen war. »Du wirst gewiss recht haben. Wenn es mir noch nicht ganz einleuchtet, ist wohl mein dummer Kopf dran schuld, auf den heute so manches eingestürmt ist, dass er nicht einsieht, was gewiss so klar ist wie 2 mal 2 = 4. Ich will zu Bett gehen, und du entschuldigst mich wohl. Ich könnte dir nur eine trübselige Gesellschaft leisten.« Damit zündete ich mein Lämpchen an, gab der Mutter eine Hand, ohne mir meine Weihnachtsbescherung anzusehen oder die gütige Geberin zu umarmen, und verschloss mich in meinem Zimmer. Es war noch nicht viel über 9 Uhr. Um diese Zeit saß ich sonst an einem Tischchen neben der Staffelei und schmiedete Verse, las in meinem Wärter oder sonst einem Poeten, der meinen Liebeskummer Nahrung bot, und betrachtete dazwischen das kleine Bild, das ich damals vor fast 2 Jahren gezeichnet hatte. Heute war ich zu all solchem löblichen Tun verdorben. Eine unbezwingliche Lärmung aller Glieder und Gedanken warf mich aufs Bett, und in wenigen Sekunden war ich fest eingeschlafen. Ich erwachte aber lange, ehe es Tag geworden war. Und jetzt, da die Sinne sich wieder erfrischt hatten, kehrte auch mir das Bewusstsein meiner hoffnungslosen Lage mit scharfer, schmerzlicher Klarheit zurück. Ich sah mich und das geliebte Mädchen in einer kalten, unerbittlichen Welt nur auf uns allein angewiesen, von denen nicht verstanden, auf deren Mitgefühl wir das heiligste Naturrecht hätten haben sollen. Was blieb uns übrig, als dieser Welt den Rücken zu kehren und ihr zu zeigen, dass man sich sehr in uns geirrt habe, wenn man unserer tiefsten Empfindung spotten zu dürfen glaubte? Man wollte uns das Recht nicht einräumen, für und miteinander zu leben. Das Recht, miteinander zu sterben, sollte man uns nicht streitig machen. Dass Dorette ganz so dachte wie ich, bezweifelte ich keinen Augenblick. Ein Bedenken machte mir es nur, ob ich befugt sei, über mein Leben zu verfügen, ohne die Frau, der ich es verdankte, um Erlaubnis zu fragen. Ich sagte mir, dass ich sie jedenfalls schwer kränken und unheilbar betrüben würde, wenn ich ihr den Sohn raubte, an dem sie mit so zärtlicher Liebe hing, auf den sie all ihre stolzesten Hoffnungen gebaut hatte. Aber ich, arges Kind, war an jenem Morgen zu sehr gegen meine einzige beste Freundin aufgebracht, um nicht mit allerlei Sophismen die Stimme meines Gewissens zu übertäuben. Auch sie hatte mir nicht zugetraut, dass ich Manns genug sein würde,
über alle sozialen Hindernisse hinweg mein Lebensglück zu erringen. Wenn ich bei ihr keine Stütze fand, von ihr so kaltherzig verkannt und im Stich gelassen wurde, so bleibe mir freilich kein anderer Ausdruck, als wenigstens meine Liebe vor dem drohenden Unheil zu retten und mich mit ihr in jene Sicherheit zu bringen, vor der feige Menschen freilich zurückschrecken, die aber zwei edlen Liebenden von jeher als seligste Zuflucht erschienen sei. In diesem Sinne schrieb ich rasender Tor einen langen Abschiedsbrief an die Mutter, voll hochtönender Worte, in denen ich mir ungemeine Haben vorkam. Einen zweiten, sehr kurzen und schneidend kalten an die Freifrau. Ein Meisterstück vornehmer Ironie, wie ich glaubte. Beide Briefe versiegelte ich und steckte sie zu mir. Sie sollten aus meiner Brusttasche gezogen werden, wenn man uns vermisste und endlich am Bänkchen unter der Blutbuche die beiden Opfer einer grausamen Familienpolitik in ihrem Blute liegen fände. Dann machte ich mich noch vor dem Frühstück auf den Weg, um von einem jungen Kunstgenossen einen Revolver zu leihen, um den ich ihn schon öfters beneidet hatte, da ich durch die Schießübungen Josts Freude an schönen Waffen gewonnen hatte. Ich fand den Freund nicht, er war über die Feiertage zu seinen Eltern in eine Provinzstadt gereist. Da ich aber unter seinen Sachen Bescheid wusste, konnte ich mich des Revolvers leicht bemächtigen, sah, dass alle 6 Läufe geladen waren und sagte seiner Hausfrau, der ich wohl bekannt war, mein Freund habe mir erlaubt, die Waffe an mich zu nehmen, und da ich ihrer zu einer vorhabenden Reise, ich zitierte meinen Wärter wörtlich mit einem gewissen schaurigen Behagen, vielleicht nötig haben würde. Wie es anzufangen hätte, mein Vorhaben auszuführen, hatte ich genau überlegt. Ich wollte am Nachmittag, während die Eltern noch ihre Siesta hielten, verstohlen mich in den Park schleichen, meine Geliebte herausrufen lassen und, wenn sie mir zu der Blutbuche gefolgt wäre, ihr dort meinen Entschluss mitteilen. Dass sie ihn billigen und sofort entschlossen sein würde, auf der vorhabenden Reise mich zu begleiten, bezweifelte ich keinen Augenblick. So kehrte ich zur Mutter zurück, begrüßte sie herzlich, ohne unser gestriges Gespräch mit einer Silbe zu berühren, frühstückte mit ihr und dem Bruder und betrug mich gegen beide mit einer gewissen wehmütigen Feierlichkeit, an der die gute Frau keinen Arg nahm, da sie im Stillen hoffte, über Nacht sei mir guter Rat gekommen und ich hätte mit weiser Resignation eingesehen, dass mir nichts übrig bleibe, als männlich zu verzichten. Ich zog mich dann in mein Zimmer zurück und begann, meine Papiere zu ordnen, eine Art Testament aufzusetzen, worin ich von dem kleinen Malerkram, den ich besaß, einige Andenken für meine paar guten Freunde in der Akademie bestimmte und alles andere der Mutter überließ, die ich nochmals um Verzeihung bat. Zuletzt nahm ich die Mappe mit meinen Versen vor, legte sie in chronologischer Ordnung zusammen und kam mir bei dieser Redaktion letzter Hand ebenso beklagenswert wie interessant vor. Und da noch eine Stunde bis zum letzten Mittagessen mit dem meinigen, meinem Henkersmahl, übrig blieb, wusste ich die Zeit mit nichts Besserem auszufüllen, als mit einem langen Abschied an das Leben in Oktaven, dem es so leicht aus der Feder flossen, dass ich die Welt sehr bedauerte, ein solches Talent in der ersten Blüte verlieren zu sollen, was beinahe wie das berühmte Qualis Artifex Morior klang. Ich war eben damit beschäftigt, diesen meinen Scheidegruß reinlich abzuschreiben, nicht ohne eine bescheidene Hoffnung, und das ganze Heft würde als mein Vermächtnis posthum, wenn auch nur für Freunde, gedruckt ans Licht treten, da hörte ich im Flur eine kräftige männliche Stimme nach mir fragen und gleich darauf an meine Tür klopfen. Herein trat ein großer, breitschultriger Mann in einem schönen grauen Pelz mit einem freundlich, lebhaften, geröteten Gesicht und kavaliermäßigem Anstande, ging rasch auf mich zu und sagte, indem er mir die breite Hand entgegenstreckte, er freue sich sehr, meine Bekanntschaft zu machen. Er habe die Ehre, sich selbst vorzustellen. Baron Z. Der Name werde mir nicht ganz unbekannt sein, und da die Freunde unserer Freunde auch unsere Freunde seien, so hoffe er, das alles im treuherzigsten Tone, als ob er sicher damit rechne, mir sehr willkommen zu sein. Er hätte sich mir nicht zu nennen brauchen. Und das Gesicht, das ich gestern Abend im Wagen neben dem Freiherrn gesehen, war mir unvergesslich eingeprägt. Nur erschien es mir heute am hellen Tag nicht so abstoßend hochmütig, obwohl die beiden Spitzen des Schnurrbarts noch herausfordernd junkerlicher in die Luft starrten und die großen Zähne mit ihrem Glanz etwas Impertinentes hatten. Dafür leuchtete eine gewisse ironische Gutmütigkeit aus den kleinen grauen Augen, die mich so weit entwaffnete, dass ich die Hand meines Todfeindes nicht abweisen konnte. Er schüttelte die meine mit einem herzhaften Druck, schien meine Verwirrung nicht zu bemerken
und begann, nachdem er den schweren Pelz und die Reisemütze auf mein Sofa geworfen, sich in den Wänden umzusehen. »Das ist also Ihr Privatatelier?« sagte er und betrachtete die Zeichnungen, mit denen ich die Wände dekoriert hatte. »Hören Sie, Sie haben ja ein ganz erstaunliches Talent und sind noch so jung. Ich kann Ihnen sagen, ich habe nie ähnlichere Porträts gesehen als die vier, die Sie Ihren Freunden draußen in der Villa zu Weihnachten beschert haben. Geschmeichelt haben Sie den Damen freilich nicht, das werden Sie auch noch lernen, zumal der guten Baronin hätten Sie ein paar kleine Fältchen schenken können, ohne Ihrer Kunst etwas zu vergeben. Warum sind Sie aber nicht geblieben, um den Dank und die Komplimente gleich auf frischer Tat einzukassieren? Man war allgemein sehr betroffen, Sie nicht an der Bescherung teilnehmen zu sehen. Freilich, Sie hatten als guter Sohn das Verlangen Ihrer Mutter, am heiligen Abend mich allein zu lassen. Aber als der Goldsohn, zu dem Sie nun einmal avanciert sind, müssen Sie uns heute jedenfalls entschädigen. Ich komme in höherem Auftrag, Sie für den Mittag zu uns hinauszubringen, tot oder lebendig. Wir sind schon ein bisschen spät dran. Aber wenn wir die Pferde auslaufen lassen, mit Ihrer Frau Mama habe ich schon gesprochen und Ihnen Urlaub ausgewirkt. Also weichen Sie der Gewalt und machen Sie sich geschwind fertig. Der Wagen wartet unten am Hause.« Während er sprach, offenbar ohne eine Antwort zu erwarten, hatte ich Zeit gehabt, mich zu fassen, auch meinen Hass gegen diesen herrischen, so von oben herab über mich verfügenden Menschen neu in mir anzuschüren. Ich bemerkte ruhig, die Frau Baronin habe mir selbst erklärt, sie rechne heute nicht auf meinen Besuch. Ich würde deshalb zu Hause bleiben, da ich auch noch zu tun hätte. »Aber wenn ich Ihnen sage, dass ich gerade von der Goldmama den bestimmten Auftrag habe und mich draußen ohne Sie nicht wieder sehen lassen darf,« rief er und griff wieder nach seinem Pelz. »Sie scheinen nicht gut aufgelegt. Ihr Kopf glüht, kein Wunder bei der Temperatur in Ihrem Zimmer. Die Fahrt wird Sie erfrischen und draußen werden Sie erfahren, dass Sie die Baronin missverstanden haben. Also machen Sie keine Umstände, dass wir uns den Zorn der Köchin nicht zuziehen, wenn sie mit dem Anrichten auf uns warten muss.« Ich sah nun wohl, dass kein Entrinnen war. Auch war ich in Betreff des Rätsels, wie sich diese gewaltsame Freundlichkeit mit meinem gestrigen Abenteuer reimen lasse, zu einer sehr plausiblen Erklärung gelangt. Offenbar hatte meine Dorette gestern Abend den Gast so abweisend empfangen, dass die Mutter für gut befunden, ihren künftigen Eidam in das Geheimnis einzuweihen. Es handle sich um eine pure Kinderei, um eine ganz unschuldige sogenannte erste Liebe zu einem unreifen jungen Menschen, dem man aber schon die Wege gewiesen habe. Er solle sich nicht daran kehren, dergleichen Sentimentalitäten verschwenden von selbst, wenn man sie nicht beachte. Darauf hatte er wahrscheinlich lachend erwidert, er möchte seinen Nebenbuhler doch kennenlernen. Das Klügste werde sein, die ganze Sache zu behandeln, comme non avenue, und dem jungen Heißsporn zu zeigen, dass man den Vergleich mit ihm wohl noch aushalten könne. Auch der Vater hatte das sehr zweckmäßig gefunden, und nun sollte ich hinausgeschleppt werden, um vor den Augen meiner Geliebten zu sehen, dass es geradezu lächerlich wäre, wenn ich neben einem solchen Bewerber mir nur noch die geringsten Hoffnungen machte. »Gut denn«, knirschte ich bei mir selbst, »Sie sollen Ihren Willen haben, mein Herr Baron, aber ich werde zeigen, dass ich Ihren schadenfrohen Absichten ein Schnippchen schlagen kann. Hinaus wollte ich ja. Wenn dieser hochmütige Freier mich selbst zu meiner Geliebten begleiten will, kann ich ihm das Vergnügen gönnen. Nach Tisch aber, wenn ich ausgeführt habe, was ich mir vorgesetzt, wird das seine Miene wohl ändern und das heuchlerische Lächeln auf dem Gesicht der Frau Schwiegermama wird ebenfalls nicht standhalten. Wie ich sie hasste und verachtete in diesem Augenblick, auch meinen guten Jost, der offenbar mit dem Komplott war. »Aber ich lerne mich verstellen, denn du bist ein großer Meister und ich lerne leicht«, sagte ich mit Hasso, zwang mich zu einem verbindlichen Lächeln, umarmte noch hastig meine arme Mutter, die ich nicht wiederzusehen dachte, und folgte meinem harmlos plaudernden Entführer zum Wagen hinab. Es war ein herrlicher Wintertag. Auf dem Schnee, der über Nacht gefallen, lag die schönste Weihnachtssonne, und der windstille Frost hatte zahllose Menschen hinausgelockt, die ihre neuen Mäntel und Hüte spazieren führten. In dem rasch dahinsausenden offenen Wagen jedoch, nur in einen dünnen Mantel gehüllt, in dessen Tasche ich zuweilen noch meinen Revolver fühlte, fror mich trotz der hitzigen Feindschaft, mit der ich meinen Nachbar von der Seite ansah, vielleicht auch bei dem Gedanken, dass ich diese goldene Sonne heute zum letzten Male schaute. Kaum merkte das mein Begleiter, so ließ er sich vom Kutscher eine große wollene Decke reichen, die auf dem Bock zusammengefaltet gelegen, und wickelte mich trotz meines Widerstrebens bis an die Brust hinauf darin ein.
Er hatte mir eine Zigarre angeboten, die ich abgelehnt hatte, und dampfte nun selbst sehr behaglich neben mir, während er von allerlei Dingen plauderte, die mich hätten interessieren können, wären sie aus einem anderen Munde gekommen. Er hatte große Reisen gemacht und überall Museen und Galerien mit dem Auge eines Kunstfreundes betrachtet. Ich blieb einsilbig, im Stillen nur bemüht, mich gegen seine franke und fröhliche Art zur Wehre zu setzen, um ihn ja nicht liebenswürdig zu finden. Als wir bei der Villa anlangten, schlug es gerade 2 vom Dorfkirchturm. Der Baron sprang aus dem Wagen, klopfte die Hälse der dampfenden Pferde, die sich so wacker gehalten hatten, und wollte mich unter den Arm nehmen, um mich wie einen überwundenen Feind im Triumph ins Haus zu führen. Ich entzog mich ihm aber mit einiger Schroffheit und folgte ihm, meine würdigste Miene aufsetzend, hinein. Im Gartensaal fanden wir die Familie unserer wartend. Nur Dorette fehlte noch. Ein verlorener Sohn, der sich endlich nach Hause gefunden hat, kann nicht herzlicher begrüßt werden. Eine Flut der zärtlichsten Vorwürfe wegen meiner gestrigen Flucht musste ich über mich ergehen lassen, die innigsten Händedrücke und Lobsprüche für meine Zeichnungen hinnehmen und hatte Mühe, den Grimm und Ekel hinunterzuwirken, mit dem ich all diese heuchlerische Güte und Liebe erfüllte. Am schwersten wurde mir es, mich für die Geschenke zu bedanken, die auf dem Weihnachtstische mir zugedacht waren. Eine große Mahagoni-Kassette mit kostbarsten Farben, bunten Stiften, Pinseln und verschiedenen Paletten, ein in rote Juchten gebundenes Buch, auf dessen Deckel Poesie in Goldbuchstaben geprägt stand. Ein silberner Federhalter, dessen Knauf ein amethystenes Petschaft mit meinem Namen enthielt. Lauter Herrlichkeiten, die allen Wert für mich verloren hatten. Doch schien niemand über meine steife, wortkarge Haltung verwundert, was mich in dem Argwohn bestärkte, man spiele eine Komödie mit mir und verlange nichts weiter, als dass ich gute Miene dazu mache. Kurz ehe zu Tische gegangen wurde, erschien meine Geliebte. Sie grüßte mich mit ihrem gewöhnlichen kurzen Kopfnicken, sagte aber kein Wort, auch nicht einen Dank für das Bild ihres Bruders, das ich ihr geschenkt, sondern trat ans Fenster, in dessen Eisblumen sie eine kleine freie Stelle hauchte, um dann unverwandt in den Garten hinauszuschauen. Sie war mir nie so anbetungswürdig erschienen, die einzige in dem ganzen Kreise, die es verschmähte, zu heucheln und in der verabredeten Komödie mitzuspielen. Der Baron bot der Herrin des Hauses den Arm, sie zu Tische zu führen. Der Freiherr legte die Hand auf Josts Schulter. Mir blieb nichts übrig, als dem Freifräulein mein Geleit anzutragen, mit sehr geteilter Empfindung. Dass man sie mir überließ, bestätigte mir aufs Neue, wie völlig ungefährlich ich allen vorkam. So hatte man mir auch den Platz zu ihrer Rechten gelassen, den ich sonst einzunehmen pflegte, während mein Nebenbuhler an ihrer Linken saß. Der war während des ganzen Mittags in der besten Laune und führte mit der Mama das Gespräch fast ganz allein, sich an den Freiherrn nur wendend, wenn auf Jagd oder Landwirtschaft die Rede kam. In Russland hatte er Wölf- und Bärenjagden mitgemacht, die er sehr anschaulich schilderte und, wie ich ihm wider Willen zugestehen musste, ohne Prahlerei. So erzählte er auch von den Stiergefechten, die er in Spanien mit angesehen hatte, mit ehrlichem Abscheu gegen die Barbarei dieser Volksschauspiele. So oft er sich an mich wandte, geschah es immer mit ausgesuchter Höflichkeit, wie an eine bedeutende Person, deren Meinung zu erfahren ihm wichtig sein müsse. Ich gab immer nur kurze und zerstreute Antworten. Je weniger ich ihm meine Achtung versagen konnte, desto unausstehlicher wurde mir dieser behagliche, selbstbewusste Weltmann, hinter dem ich mit meiner geringen Lebenserfahrung und dürftigen äußeren Lage so weit zurückstand. Dass die junge Dame, die zwischen uns saß, trotz alledem, wenn sie uns beide verglich, zu meinen Gunsten entscheiden müsse, war ich gleichwohl überzeugt. Ich hatte mich nie für einen Adonis gehalten, aber dieser ungefüge Mensch mit dem breiten roten Gesicht, dem kurzgeschorenen Kopf und dem ungeheuren Appetit, der auch den Wein gläserweise in den großen Mund mit den derben Eberzähnen hineingoss, konnte einem edlen jungen Fräulein, das die Züge meiner Antigone trug, auf keine Weise gefährlich werden, geschweige als ein erwünschter Ehemann erscheinen. Auch sprach sie während des Essens nicht eine Silbe zu ihm, sondern blickte stumm und steinern auf ihren Teller. Als wir uns erhoben hatten und zum Kaffee in den pompeianischen Salon gegangen waren, kam Jost auf mich zu und schalt mich freundschaftlich aus über meine mürrische Laune. Sie hätten Z so viel von meinem Talent der Unterhaltung erzählt,
Er werde sich sehr enttäuscht gefunden haben. Ich bemerkte, dass mir das höchst gleichgültig sei. Sich ehrlich zu geben, wie einem zumute sei, dünkte mich löblicher als die gesellschaftliche Lüge oder gar eine kaltherzige Komödie unter Menschen, die sich früher für unsere Freunde ausgegeben hätten. Ich dachte ihm damit einen wohlverdienten Stich beigebracht zu haben. Das verdutzte Gesicht aber, das der junge Husar mir machte, konnte mich belehren, dass er von dem Familienkomplott nichts wusste. Doch war ich zu gereizt und erbittert, um ein begütigendes Wort zu finden. Jedenfalls war er auf der Seite des zukünftigen Schwagers. Das genügte, um ihn aufzugeben. Der Schnee glänzte zu den hohen Fenstern herein. Über dem stillen Garten lag eine rosige Dämmerung. Nachdem die Herren geraucht hatte, fragte der Baron, ob Jost nicht Lust hätte, einen Ritt mit ihm zu machen. Er habe seinen Bedienten zu Pferde herausbestellt. Der Tag sei schön, und nach dem trefflichen Burgunder, den sie getrunken, werde ihnen eine Erfrischung wohltun. Jost war mit Freuden bereit, sah aber verlegen auf mich. »Wenn unser junger Künstler mit von der Partie sein möchte,« bemerkte Z, »so wäre wohl auch ein drittes Pferd aufzutreiben.« Er sagte das ohne Ironie. Da empfand ich wieder mein Proletariertum und erwiderte, während mir das Blut ins Gesicht stieg, ich hätte leider keine Gelegenheit gehabt, diese edle Kunst zu lernen. »Und so lassen wir sie, bis wir zurückkehren, den Damen«, versetzte der Baron. Er verabschiedete sich herzlich von seinen Wirten, die ihn bis an das Gittertor begleiteten, um die beiden Herren zu Pferde steigen zu sehen. Alle waren in der heitersten Stimmung, und Dorettes Schweigen und meine Verdrossenheit blieben völlig unbeachtet. Als die Reiter davongesprengt waren, ich hatte dem Baron das Zeugnis nicht versagen können, dass er sich zu Pferde besser ausnahm als auf seinen eigenen breiten Füßen, äußerte meine Geliebte, sie wolle noch ein wenig in den Park gehen. Sie habe Kopfweh und es sei heiß im Zimmer. »Tu das«, sagte der Vater und küßte sie auf die Stirn. »Ludwig kann dir ja Gesellschaft leisten, wenn du nicht alleine sein willst.« Sie antwortete nicht. Die Mama warf ihrem Mann einen missbilligenden Blick zu, doch da er ihn nicht beachtete, schaffte sie der Tochter nur ein, nicht zu lange draußen zu bleiben. Wir nahmen unsere Hüte und Mäntel und schritten langsam nebeneinander in den öden Park hinein. Das Blut tobte mir so stark gegen die Kehle, dass ich keines Wortes mächtig war. Ich fühlte nur nach der kleinen Waffe in meiner Manteltasche und wiederholte mir im Stillen alles, was mich dazu gedrängt hatte, diese Ultima Ratio als den einzigen rettenden Ausweg zu erkennen. Die Szenerie stimmte auch trefflich zu einem so romantischen letzten Kapitel unseres Liebesromans. Die Natur ringsum schien in einem Schlaf versunken, aus dem sie nie wieder erwachen könne, und ihr tiefer Friede lud uns ein, uns gleichfalls so kühl und sanft zu betten, wie dort die Pflanzen und Sträucher unter ihren fleckenlosen Leichentuch. Selbst die Krähen saßen regungslos auf ihren Ästen und blinzelten kaum zu uns herab. So waren wir, ohne ein Wort zu sprechen, an den Weiher gekommen, von wo man die Villa selbst durch die kahlen Zweige hindurch nicht mehr sehen konnte. Da stand sie plötzlich still. »Sie haben ihn nun gesehen«, sagte sie mit einer durch das lange Schweigen etwas rau gewordenen Stimme. »Sie werden begreifen, dass ich nie und nimmer die Frau eines solchen Menschen werden kann. Jeder Blutstropfen in mir empört sich, wenn ich sein übermütiges Lachen höre, seinen dreisten, kalten Blick sehen muss, der immer zu sagen scheint, »Sträube dich, so viel du willst, du entgehst mir doch nicht.« »Gibt er sich nur die geringste Mühe, mir weiszumachen, dass er eine Neigung für mich fühle?« »Er behandelt mich wie ein kleines Mädchen, auf dessen Willen es überhaupt nicht ankomme.« »Wenn er mich liebte, was ich wenigstens darunter verstehe, wäre er befangen und scheu mir gegenüber, wie sie es sind, und zweifelte, ob ich seine Liebe erwidern möchte. Aber er findet es höchst überflüssig, eine solche Liebe auch nur zu erheucheln. Er hat es mit den Eltern abgemacht, das andere versteht sich von selbst. Oh, er soll erfahren, dass wir nicht in der Türkei leben, wo die Braut nicht erst gefragt, sondern dem Bräutigam wie eine Sklavin ins Haus geschickt wird, wenn der Preis für sie vereinbart und bezahlt ist. Von ihm freilich finde ich das ganz natürlich, und auch von der Mama wundert's mich nicht. Aber das ist doch mein Vater.« Das Wort stockte ihr. Sie brach einen beschneiten, dürren Zweig von der Blutbuche und zerknickte ihn in heftiger Erregung. »Sage nichts mehr«, nahm ich hastig das Wort. »Ich verstehe dich ganz. Ich habe es nicht anders erwartet. Aber wenn er mich nicht mit dem Wagen abgeholt hätte, wäre ich doch gekommen und hätte Mittel und Wege gefunden, mich mit dir zu besprechen. Ich habe Zeit gehabt, diese Nacht alles zu bedenken.
Es gibt nur ein Mittel, uns vor diesem Schicksal zu retten.« Sie sah mich fragend an. Ich zog die kleine Waffe aus der Tasche und hielt sie ihr hin. Dann, da sie schwieg, redete ich mit fieberhaftem Ungestüm auf sie ein und schilderte ihr, wie groß und herrlich es sein würde, wenn wir auf diese Art den Beweis führten, dass wir keine unmündigen, willenlosen Kinder seien, über die man nach herzlosem Gutdenken verfügen könne. An dieser Stelle, wo wir uns unsere Liebe gestanden, sollten wir sie durch einen freiwilligen Tod besiegeln. Zugleich zeigte ich ihr die beiden Abschiedsbriefe, die ich bei mir trug. Sie betrachtete die blanke Todeswaffe ohne jedes Grauen, aber auch nicht mit der freudigen Begeisterung, die ich gehofft hatte. »Nein, Ludwig«, sagte sie nach einer nachdenklichen Pause, »das dürfen wir nicht tun. Es ist Sünde, sich selbst das Leben zu nehmen, das ein göttliches Geschenk ist. Und gerade jetzt, da wir erst recht zu leben anfangen, da wir wissen, dass wir füreinander leben wollen. Nein, es wäre nicht nur eine Sünde, sondern eine Torheit. Ich erkenne darin deine große Liebe zu mir.« »Zum ersten Mal nannte sie mich du.« »Aber es kann nicht sein. Ich kann es auch meinem Vater nicht antun, der mich sehr herzlich liebt. Der Gedanke an die Mama würde mich nicht abschrecken. Sie hat kein Herz für mich und ich kann sie weder lieben noch achten. Aber deine eigene gute Mutter, Ludwig, hast du daran gedacht, dass es ihr Tod sein könnte, wenn sie diesen Brief ihres Sohnes erhielte, der ihr Stolz, ihre Stütze ist? Verzeih, aber es war nicht recht von dir, einen solchen Brief zu schreiben.« »Weißt du eine bessere Hilfe?« sagte ich unwillig, indem ich zaudernd den Revolver wieder einsteckte. Sie nickte. »Höre, was ich mir ausgedacht habe. Dass es mein heiliger Ernst ist, diesem Bräutigam mir nicht aufdringen zu lassen, dass ich nie jemand anderen zum Manne nehmen will als dich, das muss ich Ihnen freilich so unzweideutig als möglich zu erkennen geben. Ich will mich deshalb heute Nacht aus dem Hause schleichen und mich von dir in die Stadt begleiten lassen. Fanny geht mit, ohne sie würde sich's nicht schicken. Ich habe sie schon ins Geheimnis gezogen, sie ist mir sehr anhänglich, mehr als der Mama, und liebt auch dich und beklagt das Schicksal, das uns zu trennen droht. In der Stadt aber habe ich keine bessere Zuflucht als bei deiner Mutter, die sich gewiss nicht weigern wird, uns wenigstens für diese Nacht bei sich aufzunehmen und mir mit gutem Rat beizustehen. Du freilich darfst nicht unter demselben Dach mit mir wohnen, das wirst du begreifen, aber du findest leicht ein vorläufiges Unterkommen. Morgen früh schreibe ich dann an die Eltern und erkläre ihnen offen, ich würde nur dann zu ihnen zurückkehren, wenn sie mir das freierliche Versprechen gäben, dass von einer Heirat mit Z nicht mehr die Rede sein solle. Wenn sie meinen Ernst, meinen unbesieglichen Widerwillen sehen, werden sie andere Seiten aufziehen und auch in Betreff unserer Verlobung begreifen, dass ihnen nichts übrig bleibt, als ihren Segen dazuzugeben. Scheint dir das nicht auch das Beste und Einfachste, was wir tun könnten?« »Das schien mir nun freilich durchaus nicht. Nicht nur wegen der Schwierigkeiten seiner Ausführung wollte dieser Plan mir nicht einleuchten, sondern ich ahnte auch, dass er erfolglos bleiben, dass man das entflohene Kind mit Güte oder Gewalt zurückholen und in Zukunft besser bewachen würde. Auch meine Mutter in die unselige Geschichte zu verwickeln, widerstrebte mir. Sonderbarer Widerspruch. Sie tödlich zu betrüben, hatte mir keine Bedenken erregt. Unannehmlichkeiten, bei denen sie noch dazu keine moralische Verantwortung hatte, hätte ich ihr um jeden Preis ersparen mögen. Denn Lorettes Eltern mussten ja glauben, wir hätten im Einverständnis mit ihr gehandelt und es ihr zum Verbrechen machen, dass sie dem törichten Mädchen, das um Mitternacht bei ihr anklopfte, nicht die Tür verschlossen hätte. Ich fasste mir ein Herz, meiner Liebsten alles zu sagen, was gegen ihren Fluchtplan sprach. Noch einmal kam ich auf meinen Vorschlag zurück, der alles so kurz und bündig erledigen würde. Sie blieb aber unerschütterlich. »Wenn du mir nicht helfen willst, so gehe ich allein. Irgendwo werde ich mit Fanny wohl einen Schlupfwinkel finden. In dem Hause, wo dieser Mensch zu Gast ist und schon als ein Angehöriger der Familie betrachtet wird, kann ich keine Nacht zubringen.« Da musste ich mich wohl fügen. Ich versprach pünktlich um Mitternacht am Gittertor mich einzufinden. Ein verschlossener Wagen würde gewiss aufzutreiben sein, der uns drei nach der Stadt brächte. Meiner Mutter wollte ich sofort einen Boten schicken, damit sie uns erwartete und für sie und Fanny Betten bereithielte. Ich selbst würde in der Wohnung des Freundes übernachten, dem ich dem Revolver verdankte. Als dies alles mit ihrer eifrigen Zustimmung zwischen uns abgeredet war,
zog ich den Ring hervor und bat sie, sich ihn an den Finger stecken zu lassen. Sie streifte rasch ihren Handschuh ab und zog ihrerseits einen alten Segelring mit ihrem Wappen, den ihr eine Großmutter vererbt hatte, vom Finger, um ihn mir dagegen zu geben. Ich schlang den Arm um sie und zog sie an mich. Aber in einer sonderbaren Sprödigkeit wehrte sie mich zitternd ab, so daß meine Lippen nur ihre Schläfe berühren konnten. »Wir dürfen nicht händeln wie ein fröhliches Liebespaar«, sagte sie mit schwermütigem Kopfschütteln. »Ein Bund ohne den Segen der Eltern ist traurig. Wir sehen so viel Kämpfen entgegen. Erst wenn wir gesiegt haben, wollen wir uns unserer Liebe freuen. Darauf aber kannst du rechnen, Ludwig. Ich gehöre dir im Herzen an, und es wird mir auch kein Opfer sein, geduldig zu warten, bis du imstande bist, mich zu deiner Frau zu machen. Ich gelobe dir...« »Nein«, rief ich, da mich ihre selbstvergessene Liebe bis ins Innerste rührte. »Gelobe mir nichts. Ich bin deiner Liebe und Treue auch ohne Schwüre sicher. Aber damit du siehst, wie ernst es mir mit deinem Glück ist. Wenn ich binnen 3 Jahren es nicht so weit gebracht habe, dir ein Los, wie du es verdienst, bieten zu können, so spreche ich dich heute schon von jeder Verpflichtung gegen mich frei. Ich bin dann volljährig und werde hoffentlich auf eigenen Füßen stehen. Weihnachten über 3 Jahre sind wir ewig verbunden, oder ich habe jeden Anspruch verscherzt, ein Glück von dir zu hoffen, dessen ich mich nicht wert gezeigt hätte.« Sie gab mir mit einem vollen, innigen Blick die Hand, die ich leidenschaftlich küßte. »Wir wollen auf unseren guten Stern vertrauen«, sagte das tapfere, hochherzige Kind. Dann wandte sie sich, um ins Haus zurückzukehren. »Um Mitternacht«, flüsterte sie mir noch zu, als sie mir an der Schwelle Lebewohl sagte. So schieden wir. Kaum sah ich mich allein, so überfiel mich eine peinliche Niedergeschlagenheit. Ich traue mir zu, dass mein Todesmut mich nicht verlassen haben würde, wenn es zu diesem letzten gekommen wäre. Das Wagestück aber, in das ich gewilligt hatte, solange ihr Blick seine Macht über mich ausübte, erschien mir jetzt, da ich die Vorbereitungen dazu treffen sollte, als eine so abenteuerliche Unternehmung, dass ich einen Augenblick drauf und dran war, sie noch einmal herausrufen zu lassen und zu versuchen, ob sie nicht doch davon abzubringen wäre. Dann betrachtete ich ihren Ring und drückte meine Lippen darauf. Es war, als ob ihm eine Zauberkraft innewohnte. Ich vergaß alle meine Bedenken, und das selige Bewusstsein erfüllte mich ganz, dass dieses herrliche Mädchen sich mir verlobt hatte und den Kampf mit der ganzen Welt aufnehmen wollte, um mir anzugehören. So verließ ich den Garten. Es fiel mir nicht schwer zu gehen, ohne von der Mama mich zu verabschieden. Was war's nur, dass die Tochter zu dem harten Wort berechtigte, sie könne ihre Mutter nicht achten? Sollte sie hinter irgendein Geheimnis gekommen sein, etwa eine Verschuldung gegen den so sehr geliebten Vater, die sie ihr nicht verzeihen konnte? Während ich hastig den Garten verließ, grübelte ich darüber nach, ohne die Lösung zu finden. Draußen aber hatte ich an Wichtigeres zu denken. Es mochte zwischen 5 und 6 sein, und bis zur Ausführung unseres Fluchtplans noch 6 ewig lange Stunden. Ich lenkte meine Schritte nach einem armseligen Wirtshaus, das an diesem ersten Feiertag voll war von Dorfleuten und ihren Weibern und Mädchen. Sie saßen in einem entsetzlichen Qualm unten in der Gaststube, Bier und Schnaps trinkend und mit schmutzigen Karten spielend, so dass dort meines Bleibens nicht war. Ich ließ mir eines der kahlen, eiskalten Gastzimmer im oberen Stock aufschließen, ein Licht bringen und eine Tasse Kaffee und bat um Schreibzeug. Denn das nächste war, dass ich meiner Mutter Nachricht geben musste. Das tat ich denn auch in einem kurzen diplomatischen Stil. Ich bat sie aufzubleiben, bis ich kommen würde, da ich den Hausschlüssel vergessen hätte. Es könne 1 Uhr werden. Da ich wahrscheinlich jemand mitbringen würde, der bei uns übernachten müsse, möchte sie im Wohnzimmer ein Lager bereiten. Alles Weitere werde sie mündlich erfahren. Dies Billett durch einen sicheren Boten, der gut bezahlt werden würde, sogleich in die Stadt besorgen zu lassen, band ich dem Wirt auf die Seele. Auch hatte er gerade einem Knecht aufgetragen, den Milchwagen anzuspannen, um neue Trinkvorräte herauszuschaffen, da der unerwartet zahlreiche Zuspruch seinen Keller zu erschöpfen drohte. Dies also war nach Wunsch besorgt. Auch für einen Wagen, der uns 3 befördern sollte, wusste der Mann Rat. Er führte mich selbst in den Schuppen, wo sein Fuhrwerk stand.
Da aber die alte Chaise, die er mir mit der alten Laterne von allen Seiten beleuchtete, einen gar zu morschen und brüchigen Sitz hatte und die Federn nur notdürftig mit Stricken zusammengehalten wurden, entschied ich mich für einen etwas plumpen, aber soliden viersitzigen Schlitten, verabredete mit dem Wirt, an welcher Stelle der Kutscher 12:05 auf mich warten sollte, und stieg, zufrieden mit meinen Anordnungen, wieder in meine feuchtkalte Kammer hinauf. Ein Feuerchen war in dem kleinen Ofen angemacht worden, das aber so viel Rauch aus allen Ritzen der uralten Kacheln strömte, dass ich froh war, als es nach kurzem Prasseln und Knistern wieder ausging. Nun rannte ich wie ein eingefangenes Raubtier, die Hände in den Taschen, wohl eine Stunde lang in meinem Käfig hin und her, quälte mich ab mit fruchtlosen Versuchen, über das, was die nächste Zeit bringen würde, mir eine klare Vorstellung zu machen, und warf mich endlich, da die Kälte mich schüttelte, im Mantel, wie ich war, auf das schmale Bett, da ich aus Tristram Shandy wusste, dass der Mensch in horizontaler Lage am besten dazu gelangt, das Gleichgewicht seines erschütterten Gemütes wiederherzustellen. Dies gelang mir auch nur allzu gründlich, denn es dauerte nicht lange, so war ich fest eingeschlafen. Ich hatte einen schweren, aufreibenden Tag hinter mir und die vergangene Nacht nicht hinlänglich Schlaf gefunden. Aber so notwendig und heilsam diese Selbsthilfe der Natur auch war, ich fuhr doch mit glühender Beschämung aus dem Schlummer auf, als an meine Tür gepocht wurde. Ein betrunkener Gast hatte sich hinauf verirrt und, nach seinem Zimmer suchend, um zu Bett zu gehen, mir diesen Dienst erwiesen. Denn mit wahrem Entsetzen, da es mir durch das Gehirn fuhr, wie leicht ich die Zeit hätte verschlafen können, sah ich auf meine Uhr, dass nur noch eine halbe Stunde bis Mitternacht blieb. Ich flog die Stiege hinab, fand den Wirt hinterm Ofen im leeren Gastzimmer eingenickt, den Knecht aber, der uns fahren sollte, im Stall beim Aufschirren der beiden Gäule beschäftigt. Ich schärfte ihm nochmals ein, wo er auf mich warten sollte, und eilte in die bitterkalte, sternfunkelnde Nacht hinaus. Da erst überlegte ich, ob der offene Schlitten auch wohl das richtige Vehikel sein möchte, meine junge Liebe wohlbehalten in Sicherheit zu bringen. Ich kehrte noch einmal um und band dem Knecht auf die Seele, alles zusammenzuraffen, was an warmen Decken vorrätig sei. Dann eilte ich, mich immer auf der Schattenseite haltend, der hell vom Mond beschienenen Villa zu. Als ich sie erreicht hatte, stand ich keuchend still, trotz des scharfen Frostes in Schweiß gebadet. Über die Straße hinweg betrachtete ich das Haus, das drüben so still und weiß über die schneeglänzenden Büsche des Gartens herübersah. Aus diesem Haus sollte ich seinen teuersten Schatz, sein edelstes Kleinod, entwenden, nachdem ich so lange Gastfreundschaft darin genossen. Es wollte mir einen Augenblick als ein ruchloses Verbrechen, ein niedriges Bubenstück erscheinen. Aber diese Regung wurde sofort unterdrückt durch den Gedanken, dass dies Haus genau seinen Bewohnern glich. Vornehm, eisig, aber freundlich nach außen, während Heuchelei und tyrannische Vergewaltigung des liebenswertesten jungen Menschenherzens im Inneren geübt wurde. Nein, ich konnte und durfte nicht zurück. Das Unheil durfte nicht seinen Gang gehen. Da hallten vom nahen Kirchturm 12 langsame, schwerfällige Schläge durch die totenstille Luft. In demselben Augenblick sah ich es drüben auf dem Gartenweg hinter dem Gittertor sich regen. Ich tat einige Schritte aus meinem Schattenwinkel heraus, um über die Straße zu eilen. Das Tor öffnete sich und heraus trat, in den dicken Pelz gehüllt, die Jagdmütze schief auf dem Kopf, mein Nebenbuhler, der Baron. Dass ich nicht auf der Stelle zur Salzsäule erstarrte, wundert mich heute noch. Wenigstens stockte mir im ersten tödlichen Schrecken jeder Blutstropfen in den Adern. Ich stand mitten auf der taghellen Straße, unmöglich zu entfliehen. Aber was nun beginnen? Ich hatte keine Zeit, das zu überlegen, denn natürlich hatte er mich sofort erkannt und schritt mit der unbefangensten Miene über den knirschenden Schnee gerade auf mich zu. »Guten Abend, junger Freund«, sagte er ganz heiter. »Treffe ich Sie hier noch lustwandelnd? Sie scheinen auch ein Freund von Mondscheinpromenaden wie ich. Verdammt kaltes Vergnügen übrigens, man muss sich wenigstens die Nase wärmen. Kann ich Ihnen eine Zigarre anbieten? So erlauben Sie wohl, dass ich mir eine anstecke?« Er tat es in aller Ruhe und Gemächlichkeit. Dabei sah der impertinente Mensch mich nicht einmal an, sondern, nachdem er seine Havanna in Brand gesetzt, zu den Sternen hinauf und sagte, »Wir werden noch schönen Frost kriegen, prächtiges Jagdwetter. Wenn wir jetzt in Russland wären, würde ich Sie einladen, morgen auf Bären mit mir zu pirschen. Oder betrachten Sie die Natur im Winter wie im Sommer nur mit Maleraugen?« Ich murmelte etwas, dessen Sinn ich selber nicht verstand.
Er achtete aber nicht darauf, sondern fuhr fort, indem er mich neben sich gehen ließ, allerlei Gleichgültiges zu plaudern. Seine Kaltblütigkeit machte mich rasend. »Verzeihen Sie, Herr Baron«, fuhr ich endlich heraus, »ich muss auf das Vergnügen Ihrer Gesellschaft verzichten. Es ist spät und ich will ins Wirtshaus zurück, ehe dort alles zu Bette geht. Gute Nacht.« Ich zog den Hut und wollte mich entfernen, da hörte ich, wie er meinen Namen rief. »Noch auf ein Wort, Herr Ludwig R.«, sagte er, indem er die Asche der Zigarre ruhig mit seinem kleinen Finger abstrich. »Ich sehe da hinten an der Ecke der nächsten Straße einen Schlitten stehen, der offenbar auf Ihre Befehle wartet. Ohne mich weiter in Ihre Dispositionen mischen zu wollen, möchte ich Ihnen nur freundschaftlich raten, die Pferde nicht einfrieren zu lassen, sondern sie entweder in den Stall zu schicken oder den Schlitten zur Rückkehr in die Stadt zu benutzen. Ich habe zufällig erfahren, dass Sie noch eine kleine Schlittenpartie in Damengesellschaft geplant haben. Aber Sie werden zugeben, dass die Temperatur dazu nicht die günstigste ist und verschieben das wohl besser auf ein andermal. Ich rate Ihnen das ganz wohlmeinend, mein junger Freund.« Er sah mich dabei scharf an und um seinen Mund zuckte ein ironisches Lächeln. So war also alles entdeckt, unser verwegener Plan vereitelt. Es galt nur noch, sich mit möglichst guter Manier aus der Verlegenheit zu ziehen. »Sie werden verzeihen, Herr Baron«, erwiderte ich, indem ich seinen Blick herausfordernd aushielt, »dass ich Ihren guten Rat in meinen persönlichen Angelegenheiten ablehne. Was ich zu tun oder zu lassen gedenke, ist durchaus meine Sache. Und somit habe ich die Ehre.« Ich verbeugte mich und wollte wieder gehen, aber seine rasche Antwort bannte mich fest. »Durchaus nur Ihre Sache? Glauben Sie das wirklich, mein werter Herr? Sollte es nur Ihre persönliche Angelegenheit sein, ob Sie sich wie ein kopfloser Tor und gewissenloser Leichtfuß betragen, während Sie in Ihre dreisten Knabenstreiche die Tochter eines edlen Hauses verwickeln, dem Sie den Dank für so viel unverdiente Güte auf diese sonderbare Art abzutragen wünschen? Da Sie nicht Französisch zu verstehen scheinen, muss ich wohl Deutsch mit Ihnen reden. Ich habe Ihnen in höherem Auftrage mitzuteilen, dass Sie ein für alle Mal auf die wahnsinnigen Hoffnungen zu verzichten haben, die man leider durch übergroße Liebe und Nachsicht in Ihnen genährt hat. Nicht nur in dieser Nacht wird die Gartenpforte dort für Sie geschlossen bleiben, sondern auch an allen künftigen Tagen und Abenden. Ist Ihnen das schmerzlich, so will ich Ihnen den Trost mit auf den Weg geben, dass die edlen Menschen, die Sie so schwer zu kränken im Begriff waren, um Ihre Jugend willen Ihnen vergeben und Ihnen für Ihr künftiges Leben alles Gute wünschen. Und somit wären wir, wie ich denke, fertig miteinander. Gute Nacht, mein werter, noch sehr junger Herr.« Er griff mit schnöder Höflichkeit an die Mütze und wollte mich stehen lassen. So aber sollte er mir nicht entkommen. Erst wollte ich ihm alles ins Gesicht schleudern, was ich an Gift und Galle gegen ihn im Herzen aufgespeichert hatte. Das tat ich denn auch redlich. Ich war zu stolz, um noch etwas zu leugnen oder auch nur zu beschönigen. Vielmehr drehte ich in meiner desperaten Verranntheit den Spieß um, und statt mit einer Armsündermiene mich schuldig zu bekennen, warf ich mich als Ankläger in die Brust und sprudelte alles heraus, was ein verliebter junger Fant seinem verhassten Rivalen zu Gemüte führen möchte. Ich erklärte ihm, dass ich sehr niedrig von einem Freier dächte, der sich hinter den Eltern verschanzen müsse, da die Tochter ihm ihre unüberwindliche Abneigung zu erkennen gegeben. Meine Hoffnungen möchten töricht sein und für meinen Mangel an Lebenserfahrung zeugen. Die seinigen bewiesen eine unedle Gesinnung, und ich begriffe nicht, wie ein Mann, der sich selbst achte. In diesem Stil wütete ich eine gute Weile fort, je länger, je zufriedener mit mir selbst, dass ich es ihm so gründlich zu sagen wagte. Es tat mir nur leid, dass meine Geliebte und ihre Eltern nicht zugegen waren. Wie männlich und erhaben wäre ich vor ihnen dagestanden. Nur machte mich sein wenig betroffen, dass mein einziger Zuhörer sich so ganz ruhig dabei verhielt und mich gar nicht zu unterbrechen suchte, zumal sein Gesicht keinerlei Zerknirschung oder Gewissensrührung verriet. Als ich endlich, da mir der Atem ausging, mit einem letzten Trumpf geschlossen hatte, fragte er ganz gelassen: »Sind Sie nun fertig, werter Herr? Das ist mir lieb, denn hier im Schnee zu stehen und Ihre Beredsamkeit erdulden zu müssen, ist nicht gerade ein Vergnügen. Lassen Sie sich nun sagen, dass Sie mir aufrichtig leid tun. Ich sehe, Sie sind ernstlich in die junge Dame verliebt, was ich sehr begreiflich finde, da sie wirklich ein seltenes Mädchen ist, wenn auch noch etwas unreif und überspannt, aber ein Edelstein, der nur erst geschliffen und gefasst werden muss. Ob ich der rechte Mann dazu bin, muss die Zeit lehren. Dass Sie es vorläufig nicht sind, beweist Ihre, verzeihen Sie, sehr kindliche Philippika
Und das kleine Romankapitel, das Sie heute Nacht in Szene gesetzt hätten, wenn Ihre vermeintlichen Komplize der Kammerjungfer nicht dir in der 11. Stunde das Gewissen geschlagen hätte. Sagen Sie selbst, junger Tollkopf, hätten Sie es verantworten können, wenn Fräulein Dorette sich durch diese Eskapade unheilbar kompromittiert, diese romantische Liaison mit einem jungen Raphael von der Akademie sie zum Gespräch der ganzen Stadt gemacht hätte? Wie hätten Sie ihr Ersatz bieten wollen für das, was Sie unwiederbringlich Ihnen geopfert, noch dazu mit dem Stempel der Lächerlichkeit bezeichnet? Sie haben mir so schöne Epitheta geschrieben, mir einen so erbarmungslosen Charaktersteckbrief geschrieben. Erlauben Sie mir nun, Sie selbst zu fragen, wofür Sie einen Menschen halten, der alles von einem Weibe annimmt, ohne ihr das Geringste dagegen geben zu können. Sie sind noch sehr jung, sonst wäre die Antwort hierauf vernichtend. Und Sie sind so fieberhaft aufgeregt, dass man auf geminderte Zurechnungsfähigkeit plädieren muss, selbst wenn man mit Ihrer ganz speziellen Feindschaft beehrt wird. Also folgen Sie gutem Rat, wickeln Sie sich fest in Ihren Mantel und lassen Sie sich zu Ihrer Frau Mutter heimtransportieren. Sie soll Ihnen eine Tasse Tee geben und Sie ins warme Bett bringen. Morgen früh wachen Sie dann hoffentlich mit gesunden Sinnen wieder auf und gestehen sich selbst, dass der fatale Landjunker, der Ihnen den Weg vertreten hat, ehe Sie den dümmsten und schlimmsten Streich Ihres Lebens machen konnten, doch nicht ein solches Monstrum von Unritterlichkeit und Selbstsucht sein möchte, wie Sie ihn mit Ihrer malerischen Fantasie sich abkonterfeit hatten. Ich könnte Ihnen nicht schildern, in welcher Beschämung und tiefen Demütigung ich diese Worte anhörte. Und doch, werden Sie es glauben? Anstatt meinen unverantwortlichen Fehler durch offenes Eingeständnis in etwas wenigstens wieder gut zu machen, glaubte ich es mir schuldig zu sein, noch den Beleidigten zu spielen und nun erst recht den Kopf hochzutragen. Ich verlangte seine hochmütige Nachsicht durchaus nicht, erwiderte ich. Ich sehe wohl, man suche mich mit der Heuchel der Milde aus dem Wege zu räumen, um dann nur desto leichteres Spiel und freiere Hand zu haben, meiner Verlobten alles abzuringen, was man von ihr wünsche. Dazu wolle und dürfe ich nicht die Hand bieten. Ich stünde ihm hier nicht als ein ertappter Verbrecher gegenüber, sondern von Macht zu Macht, Mann gegen Mann. Wenn er ein Kavalier und Ehrenmann sei und sich nicht feige hinter einem vermeintlichen Rangunterschied verstecken wolle, so möge er sich mit mir schießen. Ich selbst führte eine Waffe bei mir, doch habe Jost ein paar bessere Pistolen. Unverzüglich könnten wir das Schicksal entscheiden lassen, wer von uns sich ferner um das Mädchen bewerben solle, dem dann immer noch die Freiheit der Wahl bliebe. Damit zog ich meinen Revolver hervor und hielt ihm meinen Gegner hin. Da fühlte ich mich plötzlich am Arm ergriffen und heftig geschüttelt und erschrak, da ich das völlig verwandelte, von Zorn und Verachtung glühende Gesicht mir gegenüberblickte. »Sind Sie denn wirklich nicht bloß fieberkrank und wahnsinnig, sondern ein böser, alberner Knabe, dem ich bisher zu viel Ehre angetan habe, da ich ihm Vernunft redete?« »Man muss sie einsperren und ihnen die Zwangsjacke anlegen, wie einem bösartigen Gesellen, der friedlichen Menschen mit seinen wilden Narrheiten zu Schaden droht. Schließen soll ich mich mit ihnen, sie Knabe, ihrer unschuldigen Mutter ihren Sohn rauben oder für alle Güte und Langmut, die ich an ihnen geübt, mir von ihnen eine Kugel durch den Schädel jagen lassen? Aber sind sie denn des Teufels, von Großmannssucht, Eitelkeit bis ins Mark hinein angefressen, dass sie mir ein solches Ansinnen stellen und meinen Mut zu verdächtigen wagen, wenn ich nicht darauf einginge? Müssen Sie, dass ich mir jetzt große Gewalt antun muss, um Ihnen nicht den Willen zu tun und Ihnen einen verdienten Denkzettel zu geben? Denn dass ich Ihnen, wenn Sie auch in allen anderen freien Künsten mein Meister sein könnten, in dieser einen überlegen bin, werden Sie mir wohl glauben. Aber ich verzeihe Ihnen auch das, und selbst den schnöden Vorwurf, ich würde Zwangsmittel nicht verschmähen, um eine Hand zu erobern, die das Herz nicht freiwillig mir gewährte. Am Ende traue ich mir noch zu, über einen Backfischfantasie den Sieg davonzutragen, wenn ich es ernstlich darauf anlege. Mit Ihnen, aber junger Mensch, bin ich fertig. Ich hoffte, wir würden uns mit gegenseitiger Hochachtung gute Nacht sagen. Jetzt kann ich es zu meinem Bedauern nur noch mit dem guten Rate tun, dass Sie älter werden und vielleicht mit der Zeit die Hochachtung von Ehrenmännern verdienen möchten. Er schlug den Pelzkragen in die Höhe, warf die Zigarre mit einer verächtlichen Gebärde in den Schnee und schritt langsam nach dem Tor der Villa zu, von dem wir uns eine gute Strecke weit entfernt hatten. Die Lektion war hart gewesen, aber Sie werden sich im Stillen sagen, dass sie wohl verdient war. Wie sie auf mich wirkte, ich will nicht versuchen, mir das zurückzurufen. Von allen Erinnerungen sind die Augenblicke, in denen wir eine tiefe Beschämung erfahren haben, die unauslöschlichsten. Aber ich habe auf Ihre geduldige Freundschaft hin überhaupt schon zu viel gesündigt. Was noch zu sagen ist, kann ich desto kürzer fassen.
Einer seltsamen psychologischen Tatsache muss ich noch erwähnen, das Ihnen jedoch schwerlich ein Rätsel sein wird. Jenes heilsame Sturzbad, das mich erst betäubte und fast zerschmetterte, dann aber mich zu der Einsicht meines Unwerts brachte, hatte noch die Folge, auch die leidenschaftlichen Gefühle, die mich so lange willenlos beherrscht hatten, auf einen Schlag zu bändigen. Als ich am anderen Morgen erwachte und mir den gestrigen Tag zurückrief, war mir's, als sähe ich die Gestalt des geliebten Mädchens nur wie durch einen Nebel in weite, unerreichbare Ferne gerückt. Ja, ohne das Bildchen, da hätte ich manchmal Mühe gehabt, mir ihr Gesicht deutlich vorzustellen. Wenn ich sonst keine beglückende Beschäftigung in meinen einsamen Stunden kannte, als an sie zu denken, mir ihre Stimme, ihre Blicke und Gebärden zurückzurufen, wehrte ich mich jetzt gegen alles, was ihr Andenken erneuern konnte. Zugleich mit ihrem Bilde trat ja auch die Erinnerung an das über mich ergangene Strafgericht vor mich hin. Die musste ich mir fernhalten, wenn ich wieder Mut zum Leben und einiges Selbstvertrauen gewinnen wollte. Auch geschah von ihrer Seite nichts, was mich hierin hätte stören können. Ich sagte mir, dass ihr Vater wahrscheinlich in demselben Sinne ihr von mir gesprochen haben würde, wie mein Zuchtmeister zu mir, wie sie mich nun ebenso verachten müsse, wie ich es tat. Mein Gegner behauptete unbestritten das Feld, und ich konnte mir nicht verhehlen, dass er trotz seines geschorenen Kopfes und spitzen Bartes jetzt in ihren Augen ein annehmbarerer Freier sein müsse, als der junge grüne Bursch, der in jener Nacht seine Berechtigung, den Ritter eines verliebten Fräuleins zu machen, so schlecht bewiesen hatte. Ich hörte und sah also 14 Tage lang nichts mehr aus der Villa. Zwischen mir und meiner Mutter bestand ein stillschweigendes Einverständnis, die Abenteuer der Weihnachtsnacht mit keiner Silbe zu berühren. Erst viel später habe ich ihr eine vollständige Beichte abgelegt. Just begegnete mir nicht, unsere Wege kreuzten sich fast nie. Durch einen Zufall erfuhr ich, dass die freiherrliche Familie das Landhaus verlassen habe und in ihre Heimat zurückgekehrt sei. Tags zuvor war eine Kiste bei mir abgegeben worden, die meine Weihnachtsgeschenke enthielt. Ich öffnete sie nicht, sondern stellte sie in eine Kammer, in der wir allerlei ausgedientes Hausgerät aufbewahrten. Eine Last fiel mir vom Herzen, als ich die Nachricht von der Abreise erhielt. Nur den Siegelring, mit dem sie sich mir verlobt, irgendwohin zu vergraben, konnte ich mich nicht entschließen. Ich trug ihn in einem Beutelchen beständig bei mir, hütete mich aber wohl, ihn hervorzuholen, sondern ließ ihn die Rolle eines verborgenen Talismans spielen, der mich in meinen guten Vorsätzen bestärken sollte. Sie wissen, wie es nun mit mir weiterging, dass ich erst 2 Jahre auf der Akademie gearbeitet hatte, als jener Freund meines Vaters nach Berlin kam, der reich und kinderlos war und seiner spät erwachten Liebe zur Kunst in Italien zu leben gedachte. Die Mutter willigte mit einem lachenden und einem weinenden Auge ein, mich ihm mitzugeben. Ich selbst begriff, dass ich auf dem langsamen Wege der Schule mich nicht entwickeln könne, wie es meiner innigsten Natur entsprach. Auch hatte sich meine künstlerische Neigung mehr und mehr der Landschaft zugewendet und ihren Tiergarten und die Havelufer in Ehren, was hatte mir die märkische Ebene mit ihren Sand- und Kiefermotiven zu geben? 3 Jahre verlebte ich an der Seite meines trefflichen Gönners in Rom und wurde dort, was ich eben werden konnte. Aber so offene Augen ich hatte für alles, was Kunst und Natur einer begeisterten jungen Seele dort offenbaren. Römische Elegien zu erleben, fehlte mir seine Neigung und Talent. Nicht als ob das gebrannte Herz das Feuer gescheut hätte. Es war eben rein erloschen, und noch kein so feuriger Blick aus schwarzen Weiberaugen konnte in der Asche auch nur einen Funken wecken. Zuweilen nur, gerade in Scirocco-Nächten, tauchte jene böse Winternacht des ersten Weihnachtstages wieder vor mir auf, wie aus einem Nordlandsmärchen, das ich irgendwo gelesen hatte. Und als ich den heiligen Abend im Rom mit guten Bekannten gefeiert hatte, wie man es dort zu tun pflegt, vor einem mit Orangen geschmückten hohen Lorbeerbaum und einer dampfenden Bowle, und dann einsam nach Hause schlenderte, war mir es einen Augenblick, als hörte ich meinen Namen rufen von einer Stimme, deren Klang ich nun 3 Jahre lang nicht mehr vernommen hatte. 3 Jahre. Was hatte ich ihr versprochen? Wollte ich nicht nach 3 Jahren, und wenn ich bis dahin etwas Rechtes geworden wäre, mich wieder bei ihr einfinden und fragen, ob sie mir ihre Liebe und Treue noch bewahrt hätte? Aber war ich denn etwas Rechtes geworden? Konnte ich, wenn mein Gönner mich nicht stützte, auf eigenen Füßen stehen und in Anspruch machen, dass man mir das Schicksal einer verwöhnten, vornehmen jungen Dame anvertraute? Ich wusste freilich, dass sie noch unvermählt war und wirklich sich bequemt hatte, die Stelle eines Hoffräuleins bei der alten Fürstin anzunehmen. Aber wie sie zu mir gesinnt war, davon hatte ich kein Zeichen erhalten.
wie hätte ich's übers Herz gebracht, sie darum zu befragen? Ich schlief diese Nacht wenig und ging auch die nächsten Tage in einem dumpfen Trübsinn herum. Mein prophetisches Gemüt hatte recht gehabt. Am ersten Neujahrstage erhielt ich die lithografierte Anzeige, dass das Freifräulein Dorette die Braut des Baron von Z geworden sei. Die Aufschrift war von Jost Sand. Ich erwiderte die Botschaft durch eine Visitenkarte, auf die ich ein PS mit Bleistift gekritzelt hatte. Die Akten über diesen Jugendroman schienen geschlossen. Dann habe ich noch ein Jahr lang das südliche Italien und Sizilien durchstreift, meist an der Seite meines teuren Mäzens, für den ich eine Reihe großer italienischer Landschaften zur Ausschmückung seines Hauses in Kiel auszuführen hatte. Ich ließ mich später hier in München nieder. Berlin war mir verleidet, lernte meine liebe Frau kennen und gründete meinen eigenen Herd, der hinlänglich Wärme ausstrahlt, um alle winterlichen Gespenster aus der Jugendzeit fernzuhalten. Weder von Jost noch von irgendeinem anderen Mitglied jener Familie erhielt ich mehr ein Lebenszeichen. Ich wusste nur, dass die junge Baronin von Z beständig auf dem Gut ihres Gatten lebte, ihm ein paar Knaben geboren hatte und in ihrem Kreise sehr geliebt und gefeiert wurde. Und nun vor ein paar Stunden... Er hielt inne und stand auf. Ich sah, wie er nach einem Schränkchen ging und eine flache, längliche Schachtel aus einem der Fächer nahm. »Da«, sagte er. »Dieses Christgeschenk hat mir die Morgenpost ins Haus gebracht. Nach 11 Jahren des tiefsten Verschollenen und Begrabenseins steigen die Geister der alten Tage wieder herauf. Sie begreifen nun, dass sie mich in einer weichmütigen Stimmung treffen mussten und dass ich das Bedürfnis fühlte, den Feiertag zu heiligen, indem ich mir die lang verschwundenen Leiden und Freuden jener Tage zurückrief.« Er nahm aus der Schachtel einen in Seidenpapier gewickelten Ring, einen einfachen Goldreif mit einem kleinen Türkis, legte ihn aber sofort wieder in seine Hülle zurück. Dann entfaltete er 2 Briefe, einen kurzen mit Bleistift geschrieben, in großen unsicheren Zügen, einen längeren mit einem Trauerrand von einer kräftigen Männerhand. »Dies Blatt zuerst«, sagte er. Das war das Letzte, was diese Hand schreiben sollte. Aber so viele Zeit dazwischen vergangen, seit ich die Handschrift zum ersten Male sah, in einem kleinen Billett, das sie mir im Auftrag der Mutter schrieb. Beim ersten Anblick wusste ich, von wem es kam und dass es einen Abschied enthielt, noch ehe ich den Ring entdeckt und den anderen Brief gelesen hatte. Er ging ins Nebenzimmer, um mich beim Lesen allein zu lassen und die Tränen, die ihm aus den Augen stürzten, zu verbergen. Der Brief lautete: »Ich hatte gehofft, lieber Ludwig, Sie noch einmal zu sehen. Ich hätte Ihnen gern gesagt, dass ich immer mit guten Gedanken mich Ihrer erinnert und es Ihnen nicht nachgetragen habe, dass Sie mich vergessen konnten. Es war besser so. Sie schuldeten Ihr Leben Ihrer Mutter und Ihrer Kunst. Ich freilich, ich habe die 3 Jahre still auf Sie gewartet, so hoffnungslos es mir selbst erschien. Als Sie nicht kamen, habe ich dem Mann meine Hand gereicht, der trotz meiner törichten Jugend an mir nicht irre geworden war. Er hat mich so glücklich gemacht, dass es mir ein bitterer Gedanke ist, ihn jetzt verlassen zu müssen, ihn und meine beiden lieben Knaben, deren Jüngere ihren Namen trägt. Ich kann nicht weiter. Sie sehen, wie das Fieber meine Hand schüttelt. Leben Sie wohl. Ich höre, Sie sind glücklich verheiratet. Gott schütze Ihre liebe Frau und Ihre Kinder, die Sie von mir grüßen sollen. Ihren Ring, den ich am Finger trug, bis ich den Trauring daran steckte, wird mein Mann Ihnen zurückschicken. Er möge Sie manchmal erinnern an Ihre treue Freundin, Dorette.« Die letzten Zeilen waren mit offenbar ermattender Hand hingemalt und schwer zu entziffern. In tiefer Rührung legte ich das Blatt aus der Hand und entfaltete den anderen Brief. Von jedem ersten hatte sich mir jedes Wort eingeprägt. Den anderen kann ich nur in seinem wesentlichen Inhalt noch aus dem Gedächtnis wieder zusammenbringen. So ungefähr lautete die Zuschrift des trauernden Witwers: »Ich habe erst heute mich dazu aufraffen können, werter Herr, das Vermächtnis meiner geliebten Toten an Sie abzuschicken. Ich muss einige aufklärende Worte hinzufügen. Wenn Sie schlecht stilisiert sein sollten, halten Sie es der Erschütterung zugut, über die ich noch nicht Herr werden kann. Denn es ist erst 1 Woche her, seit sie von uns geschieden ist. Sie hat sich die tödliche Krankheit, eine Lungenentzündung, zugezogen, dass sie ihrer alten Passion für den Eislauf nicht entsagen wollte, obwohl sie sich schon etwas unwohl fühlte. Unser ältester Junge hat diese Leidenschaft von ihr geerbt und quälte sie so lange, bis sie ihm seine Bitte gewährte und ihn auf die Eisbahn begleitete, die der Fluss, der unser Gebiet durchströmt, gerade jetzt so verlockend darbietet.
Gleich an demselben Abend musste sie sich niederlegen. Nach 3 Tagen bereitete der Arzt mich auf das Entsetzliche vor und ihr selbst stand es vom ersten Augenblick an fest, dass sie nicht wieder genesen könne. Am Tag vor ihrem Ende verlangte sie Papier und Bleistift, um an sie zu schreiben. Was dies mühsam zustande gekommene Blatt nicht enthält, sollte ich ergänzen. Sie band mir das auf die Seele. Ich bin heute noch unfähig, diesen ihren letzten Willen ausführlich zu vollstrecken. Aber einen Punkt muss ich jetzt gleich berühren. Es lag ihr immer schwer auf dem Herzen, dass sie ihnen einmal gesagt, sie könne ihre Mutter nicht achten. Zumal seit ihrer Verheiratung sprach sie öfter davon, sie müsse ihnen eine Aufklärung geben, die jeden Verdacht gegen die Mutter bei ihnen zerstreute. Am besten wäre dies mündlich geschehen. Es sollte aber nicht dazu kommen. So muss ich es nun tun. 1 Jahr, nachdem die Familie Berlin verlassen hatte, wagte ich es, mich Dorette wieder zu nähern. Ich wusste, dass sie in ihrer Hofstellung nicht glücklich war, obwohl man sie auf Händen trug, wegen ihrer Anmut, ihres eigenartigen Geistes sie mit Huldigungen umgab und die alte Hoheit zumal sie wie eine eigene Tochter liebte. Aber sie wissen, wie jeder Zwang, der ihrer Wahrhaftigkeit auferlegt wurde, sie im Innersten empörte und ganz sich darzustellen, wie man ist, verstößt gegen die Hofsitte. Dass sie mich nicht mehr hasste wegen der Einmischung in ihr romantisches Vorhaben in jener Weihnachtsmitternacht, wusste ich. Sie hat es ihrem Vater gestanden, sie sei mir dankschuldig, dass ich sie vor ihrem unbesonnenen Schritt bewahrt hätte. Als ich sie aber fragte, ob sie es noch immer sein Unglück betrachte, meine Frau zu werden, gestand sie mir, ohne sich zu besinnen, sie habe es ihrem Jugendgeliebten gelobt, 3 Jahre auf ihn zu warten. Ehe die nicht abgelaufen, könne sie überhaupt nicht über sich verfügen. Ich ergab mich in die Wartezeit, so schwer es mir wurde. Und als die Frist abgelaufen war, ich hatte inzwischen jede Gelegenheit wahrgenommen, ihr Beweise von dem Ernst und der Unerschütterlichkeit meiner Neigung zu geben, trat ich wieder vor sie hin. Ich wusste, ihr Herz hatte sich im Stillen mir zugewendet. Was war es, das sie doch noch zögern machte, da sie nicht mehr erwarten konnte, sie würden sie an ihr Mädchengelübde erinnern? Sie sagte mir selbst, da ich sie darum befragte, oder vielmehr, sie ließ es mich erraten, mit einer so lieblichen, scheuen Befangenheit, dass sie mir womöglich noch 1000-mal liebenswürdiger erschien. Sie haben an sich selbst erfahren, dass meine gute Schwiegermutter die Schwäche hatte, sich von jüngeren Leuten den Hof machen zu lassen. Als sie selbst noch eine reizende junge Frau war, stand sie nicht mit Unrecht im Ruf einer etwas bedenklichen Koketterie. Etwas Schlimmeres konnte man ihr jedoch nicht nachsagen. Nun, so lernte ich sie kennen, da ich selbst aus der Pension nach Hause kam, ungefähr in ihrem Alter. Ich gestehe, dass sie einen großen Eindruck auf mich machte und mein unerfahrenes Herz stark beschäftigte. Zum Glück aber war ich kein sittenloser, früh verdorbener Jüngling, wenn noch etwas kecker und übermütiger als der Sohn ihrer Mutter, und wenn sie mich doch immer mit Schranken gehalten hätte, wie es bei ihrem kühlen Temperament nicht schwer wurde, ich schaudere mir vorzustellen, wohin ich mich hätte verirren können. So aber blieb es bei einem chevaleresken Getändel, an dem auch ihr trefflicher Gatte keinen Anstoß nahm. Desto mehr die kleine 6-jährige Tochter, die mich immer so mit finsteren Augen maß, dass ich schon damals ein tieferes Interesse für das seltsame Kind empfand. Und nun kam eine Stunde, in der dieses Kind einen förmlichen Hass gegen mich fasste. Ich hatte mich in eine Gesellschaft junger, adliger Taugenichtse zum Spiel verleiten lassen und eine Summe verloren, die weit über meine noch beschränkten Mittel hinausging. Als ich zu meiner Freundin kam, merkte sie an meiner Niedergeschlagenheit, dass ich eine Dummheit begangen haben müsse, und drang in mich, eine offene Beichte abzulegen. Ich gestand ihr alles, auch was ich tun wolle, um zu dem Geld zu kommen. Es war eine neue, frevelhafte Torheit. Sie benahm sich wahrhaft mütterlich, bestand darauf, dass ich den Fehler wieder gut machen müsse, indem ich meinem Vater die volle Wahrheit sagte. Und nachdem sie mir eine scharfe Strafpredigt gehalten und mir mein Wort abgefordert hatte, nie wieder mich zum Spiel verleiten zu lassen, nahm sie meinen Kopf zwischen die Hände und küsste mich auf die Stirn. In diesem Augenblick trat ihre junge Tochter ins Zimmer. Sie hat diese Szene nie wieder vergessen können. Wie verklärte sich aber ihr liebes, ernstes Gesicht, dass sie mich an diese alte Geschichte erinnerte und hier redlich bei meiner Ehre versichern konnte, wenn nichts anderes meinem heißesten Wunsche im Wege stehe, so sei ich der glücklichste aller Menschen. Ich bin es geworden in einem Maße, wie ich es mir selber nicht hätte träumen lassen. Aber alles Glück, das man auf Erden genießt, muss man bezahlen. Der Preis, den meines mich nachträglich kostet, ist so hoch, dass ich aus dem Bankerott mich schwerlich je wieder aufraffen werde. Ihnen, werter Herr, der Sie dieses edle Herz gekannt und geliebt haben,
wird dies nicht wie eine leere Phrase klingen. Leben Sie wohl. Ich